So einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Seien Sie ganz herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Walter Kaufmann und ich leite hier die Arbeit der Stiftung in Ost- und Südosteuropa. Ich freue mich sehr, dass so viele von Ihnen hierher gefunden haben, trotz dieser sommerlichen Hitze. Ich habe selbst ehrlich für mich gedacht, würde ich heute Abend, an diesem Abend zu einer öffentlichen Diskussion in die Böll-Stiftung gehen. Aber doch wahrscheinlich schon, das Thema ist interessant und es ist sehr, sehr wichtig. Wir hatten den Tag über schon eine kleine Expertenkonferenz hier zum selben Thema. Und ich kann sagen, die Diskussionen und die Feststellungen zum Thema Serbien und Kosovo, zwei unvollendete Staaten 20 Jahre nach dem Krieg, waren ausgesprochen nüchtern. Der Titel Unvollendete Staaten ist natürlich bewusst provokativ gewählt, doch wir fanden, es gibt viele Gründe, nicht nur von Kosovo als unvollendeter Staat zu sprechen, was oft der Fall ist wegen der fehlenden oder nur teilweisen internationalen Anerkennung, sondern auch für Serbien gilt ja, dass Serbien eine ungelöste Grenzfrage hat und auch im Institutionenaufbau an vielen Stellen ähnliche Probleme zumindest mit ähnlichen Problemen konfrontiert ist, wie sie oft im Kosovo attestiert werden. Deswegen haben wir ganz bewusst auch einmal beide Staaten so nebeneinander gestellt. Kosovo ist ein Staat, der immerhin in diesen 20 Jahren Institutionen aufgebaut hat. Kosovo ist heute ein Staat, allerdings mit einer Bad Governance, wie auch unsere kosovarischen Gäste heute sehr nüchtern festgestellt haben, geprägt durch Klientelismus und trotz zahlreicher, meistens fair und free verlaufender Wahlen ohne den erhofften Wechsel der politischen Elite. Aber auch Serbien erlebt seit einigen Jahren eine starke Verhärtung autoritärer Politik, einen Wiederaufschwung nationalistischer Rhetorik, große Probleme für die Medien und eine öffentliche Stimmung, die, wie wir heute auch gehört haben, Furcht und Kriegsfurcht nährt. Und not but not least, 20 Jahre nach dem Krieg erleben wir eine große Verunsicherung in Bezug auf die europäische Perspektive für beide Staaten, für Kosovo und für Serbien. Einmal aus den vielen Problemen, die in der Region selbst liegen, aus den vielen Konflikten, den vielen Problemen mit Stagnation oder Rückschritt, aber auch und nicht zuletzt, weil wir selbst so verunsichert sind und im Balkan die Menschen verunsichert sind über die Europäische Union selbst. Was ist mit dem europäischen Integrationsprozess? Was ist mit dem europäischen Erweiterungsprozess? Hat die EU überhaupt noch eine echte, glaubwürdige Erweiterungspolitik? Gibt es Einigkeit unter den führenden europäischen Mächten in Bezug auf den Westbalkan? Will man überhaupt Serbien, Kosovo, Mazedonien, Albanien irgendwann in der EU sehen oder sind das nur noch Lippenbekenntnisse? Das heißt, es gibt tatsächlich eine sehr schwierige Situation zu konstatieren, aber es gibt natürlich auch, und wir als Böll-Stiftung sind immer sehr stolz darauf, dass wir diese Kontakte haben, viele, viele junge Leute, nicht nur im so stark jugendlich bevölkerten Kosovo, sondern auch in Serbien, die politische Erneuerung voranbringen. Wir haben heute sehr wichtige und gute Vorschläge gehört über serbisch-kosovarische Zusammenarbeit, zum Beispiel im Umweltbereich, zum Beispiel im Bereich Stadtentwicklung, Verkehr, viele dieser Fragen. Das heißt, es gibt keinen Grund, es gibt aber auch kein Recht zu resignieren. Und damit möchte ich übergeben zunächst an unseren Partner und Freund Bodo Weber vom Democratization Policy Council, mit dem zusammen wir sowohl unser Fachgespräch heute als auch diese Abendveranstaltung konzipiert haben und von dessen hervorragenden regionalen Netzwerk, wie schon oft zuvor, wir sehr profitiert haben. Vielen Dank, Bodo. Und herzlichen Dank auch an unsere Gäste, dass Sie alle hier sind und an Rüdiger Rossig, der so nett war, die Moderation heute Abend zu übernehmen und auch
gerne weitergibt. Mein Dank an die Deutsche Welle und die Redaktion der Deutschen Welle, die gleich mit einem kleinen Beitrag hier auch ihren Auftritt hat. Vielen Dank. Einen schönen Abend. Vielen Dank, Walter. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ebenfalls in meinem Namen, im Namen meiner Organisation, des Democratization Policy Councils, ein ganz herzliches Dank, dass Sie es an diesem heißen, da weiß man schon nicht mehr, Vorsommer oder Sommerabend hier den Weg in die Heinrich-Böll-Stiftung gefunden haben. Ich will gar nicht viel dem hinzugeben, was Walter Kaufmann schon einleitend erklärt hat, warum wir diese Veranstaltung heute hier organisieren und praktisch vor dieser Abendveranstaltung eine geschlossene Fachtagung hatten mit Gästen aus Serbien, Kosovo, der EU und aus dem politischen Berlin. Meine Organisation setzt sich als zivilgesellschaftliche Organisation proaktiv für westliche Demokratieförderung ein, trotz und nach dem Irakkriegserfahrung. Und wir arbeiten seit anderthalb Jahrzehnten in der Region Westbalkan und für die EU-Erweiterungspolitik, weil sie im Kontext unserer Arbeit primär politisch mit zwei Themen verbunden ist, zwei europäischen Schlüsselthemen, die ein Stück weit aus unserer Sicht in dem letzten Krisenjahrzehnt der EU verloren gegangen sind. Die eine Frage ist die, wo Europa endet, wo die EU endet, und die andere ist, wie dieses Europa und diese EU verfasst sein soll, die Frage nach der politischen Union. In dem Kontext haben wir und in dem Thema, über das wir uns heute hier beschäftigen werden auf dem Panel, vielleicht eines der schwierigsten Themen, ungelösten Erbschaften der Balkankriege der 90er Jahre, als die Region zum letzten Mal im Mittelpunkt des Weltgeschehens war, den Kosovo-Serbien-Konflikt. Wir haben gesehen in den letzten anderthalb Jahren eine außergewöhnliche Wende einer beginnenden extrem außerordentlichen Erfolgsgeschichte europäischer Politik trotz Krisenjahrzehnten, nämlich der Initiative, die vor allem 2011, 2012 aus Berlin und auch aus London ausgegangen ist, hier aus dem Kanzleramt der Regierung, nämlich einer Lösung des Statuskonflikts im sogenannten politischen Dialog zu finden, der damals mit der Unterzeichnung des Aprilabkommens 2013 als historisch nicht ganz zu Unrecht gebrandmarkt worden oder bezeichnet worden ist, mit einem Gesinnungs- oder zumindest Narrativwechsel in Serbien, der davon ausging zu sagen, wir müssen anerkennen, was wir wissen schon lange, was Realität ist, nämlich dass das Kosovo nicht mehr Teil Serbiens ist, und wir müssen zu einer politischen Anerkennung und schrittweisen Anpassung an diese Realität kommen, um zu einer dauerhaften Befriedung der Region zu kommen, um zu einer dauerhaften Stabilisierung Serbiens zu kommen, eine Serbiens in der EU. Wir haben leider in den letzten anderthalb Jahren eine komplette Kehrtwende dieser Verhandlungen gesehen, in dem Versuch, diese schrittweise politische Dialog und Normalisierung inklusive Integration der kosovo-serbischen Minderheit in den kosovarischen Staat, in den sogenannten Verhandlungen über ein Endabkommen, nämlich eine Rückkehr zu Ideen, die eigentlich in den 90er, praktisch schon in den 90er Jahren als Teil der Vergangenheit eigentlich geparkt gewesen waren, nämlich zu sogenannten ethnoterritorialen Lösungen, Diskussionen über Gebietstausch. Da dieses Thema so unmittelbar mit der EU und dem Westen verbunden ist, spiegeln sich hier auch wieder Entwicklungen, die wir innerhalb der EU und dem Westen in den letzten drei Jahren haben, nämlich die innere Krise des Westens, der Demokratie im Westen, die Rückkehr, wie gesagt, zu politischen Konzepten des aufgehenden ethnonationalistischen Bewegungen im 21. Jahrhundert, damals an den Rändern der EU, nämlich im Westbalkan, mittlerweile scheinbar im Herzen des Westens, inklusive Befürwortung solcher Konzepte von Teilen westlicher Akteure, angefangen von der EU-Außenbeauftragten bis hin zu der Trump-Administration. Diese wunderbare Wendung, die drohte die Region wieder, anstatt praktisch einen Prozess, der in den 90er Jahren begonnen hatte, zu einem Abschluss zu bringen und seine Stabilisierung, sondern drohte die Region unnötig zurück in Destabilisierung und damit auch Europa zu führen, scheint, und das wird ein Thema sein der heutigen Diskussion, nach anderthalb Jahren politischem Ringens um derartige Konzepte, scheint erstmal abgewendet mit einem
Mini-Summit, den die deutsche Kanzlerin und der französische Präsident am 29. April diesen Jahres abgehalten haben. Es soll ein Follow-up voraussichtlich am 1. Juli geben. Ich sage schon, scheint abgewendet. Wie es dazu kommen konnte und was daraus folgt für die Rückkehr zu einem vernünftigen Verhandlungsprozess, das ist das Thema, über das unsere Gäste heute Abend diskutieren werden. Nochmal vielen Dank und vielen Dank an die Heinrich-Böll-Stiftung, dass sie diese wunderbare Kooperation möglich gemacht hat. Hello, my name is Miloš Savić. I was born in 99 in Kruševac. The fact that I was born in 99 means that even if I was born during the bombing and during the war, I don't remember any of it. And my generation, 99 and so on, is like the perfect generation for peace building because we don't remember the conflict. Over there, they made the round trip here, they entered here, and the general, two generals from the Serbian side and one general from the NATO command signed the so-called command of agreement. Hello, I'm Leona. I was born in 99. I'm from Kosovo. The project Generation 99, it was good to me because I met new people and we have fun together. My name is Georgi Bakuč. I think that Project Generation 99 is a really good project that should bring together the two sides, and we had really fun time with our Albanian friends, and I think that this is some good thing and that this should continue on going forward, not just this project but many more projects like this, because obviously we had good time and there is a positive energy, so it's a good thing to have and to be a part of. Hello everybody, greetings from Kumanovo in North Macedonia. We are here in the city of North Macedonia, close to the Serbian and Kosovo border, which was the historic place where the Kumanovo Agreement has been signed 20 years ago. We just developed a very interesting and inspiring debate with young people from Kosovo and Serbia who were born in 1999, exactly 20 years ago, in the year where the population of Serbia, but mainly the Kosovo population, suffered from the Kosovo War. And the project Deutsche Welle has been developing on this occasion was exactly with the spirit to bring young people together to let the people discuss who are able and who are in the position to build the future. And what we learned from the project and from the discussion which we have been developing here in the municipality of Kumanovo, but also from our social media platforms during the last weeks, is that this young generation is fit for the future. They are willing to overcome the prejudice. They are willing to overcome the conflicts. And I think we have to support the young generation to enable them to do so. Irgendwas draufdrücken? Nein, ich bin da. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, der Film war sehr selbsterklärend. Das Einzige, was wir nicht erklärt haben,
ist die Dame, die am Schluss in Blond sprach. Das ist unsere Hauptabteilungsleiterin Adelheid Feilke. Sie hat sich nämlich nicht vorgestellt. Das Projekt, der Film ist also ganz frisch. Der ist gestern in Kumanovo gedreht worden, zum heutigen Datum hin. Sie werden sich erinnern, der 11.06. war das Datum, wo Generäle der NATO und der serbischen oder damals noch jugoslawischen Armee in Kumanovo den Waffenstillstand unterschrieben haben. Und damit war der Bombenkrieg zu Ende. Wir sitzen heute, 20 Jahre später, am selben Datum im heißen Berlin und haben schon, wie Sie gehört haben, den Nachmittag über Serbien und Kosovo gesprochen. Zwei unvollendete Staaten unter dieser Überschrift. Das hat durchaus auch Kritik hervorgerufen, aber auch Diskussion. Ansonsten muss man ja eigentlich sagen, dass sich in den 20 Jahren eine Menge getan hat, aber gerade in den letzten Jahren nicht viel Gutes. Wir hatten gerade eben eine ganz merkwürdige Wendung des Dialogs, von dem wir eigentlich, zumindest ich, dachte, dass er in Richtung auf die Herstellung einer gegenseitigen Anerkennung Serbiens und Kosovos normaler nachbarschaftlicher Verhältnisse läuft, normale Verhältnisse hergestellt werden für die Bürger dieser beiden Regionen. Stattdessen hatten wir eigentlich jetzt eher einen Rückschritt, ich würde das eine Rückkehr in die 90er Jahre diskursiv zu erleben, wo also plötzlich wieder über Grenzveränderungen, ethnische Verteilung von Gebieten gesprochen wurde. Also alles, was nicht einer staatsbürgerlichen Variante entspricht, sondern eben einer ethnischen Variante. Und ich werde jetzt mal meine Panelisten hier oben, ich glaube, Sie können die Namen sehen. Hier sitzt Sonja Bisako, ehemalige jugoslawische Diplomatin und große Menschenrechtskämpferin, Human Rights Activist, wie man so schön auf Englisch sagt. Veton Sudoj, Verleger, Politiker, zeitweise auch in Kosovo. Auch seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftige, genauso wie Sonja, aktiv in diesem Bereich. Und dann haben wir auch noch Besuch vom Deutschen Auswärtigen Amt mit der Frau Stöhr. Ich werde Sie jetzt mal nacheinander kurz dazu befragen, wie Sie diese Rückkehr in die 90er Jahre, diese Rückkehr der Ethnopolitik eigentlich einschätzen. Frau Bisako, wie können Sie uns ein bisschen erzählen, wie die Belgrader Seite dieses merkwürdigen Auftritts der Troika, Mogherini, Vucic, Thaci eigentlich verlaufen ist? Wir wissen ja eigentlich nicht genau, was da für genaue Pläne auf dem Tisch liegen. Was steckt da dahinter? Was ist das Belgrader Geheimnis an der Geschichte? Eigentlich müssen da funktionieren. Ah, okay. Sorry. Well. Naja, diese Entwicklung war für mich nicht überraschend, weil es immer hier Probleme gab. Ich glaube, die Vereinbarung, die getroffen wurde, war eine positive, die wurde positiv aufgenommen von der serbischen Gemeinde in Kosovo. Das ist etwas, was wir gelernt haben, während wir mit ihnen vor einigen Monaten zusammengearbeitet haben. Aber die serbischen politischen, intellektuellen, kulturellen Eliten in Kosovo, für sie ist es etwas, wo sie mit der serbischen Republik, also es ist eigentlich das Streben der serbischen Eliten in Kosovo. Und hier sehen wir auch diese Abkehr von der EU und auch durch die Durchdringung Russlands in der Region in den Jahren 2014-15 kam es sozusagen zu diesen Wünschen in der Elite in diese Richtung. Und es gab Verhandlungen über einen Gebietsaustausch. Das war aus Belgrader Sicht keine Überraschung. Meines Erachtens war es so, dass Belgrad immer in Richtung Tirana geschaut hat in Bezug auf die Aufteilung des Kosovo. Und das wurde sehr früh durch den Hauptideologen am Ende des 20. Jahrhunderts nahegelegt. Ein sehr einflussreicher Ideologe, der immer gesagt hat, dass die Albaner das Recht haben, sich zu vereinen, aber dass es auch das Recht der Serben ist, sich zu vereinen. Das heißt, die Bosnische Republik, Serbien und insofern wurde auch das Brüsseler Abkommen in der Umsetzung behindert und leider wurde das auch von einer internationalen Lobbygruppe unterstützt.
unterstützt, wie Wolfgang Petric beispielsweise, Botschafter Mante, der Botschafter in Belgrad, so Alex Sosan und viele andere, auch Analysten wie Ivan Krastev, Ivan Wolvedain und viele andere haben das unterstützt. Das heißt, in gewisser Weise war letztendlich fast erfolgreich. Also sie haben diese Option legitimiert. Und wir haben auch gestern von unserem Präsidenten gehört, wie er sagte, dass er einen Kompromiss wünscht. Das heißt, eben auch hier den Tausch. Auch in der westlichen internationalen Gemeinschaft besteht der Wunsch. Das heißt, er geht mehr in Richtung Vereinigte Staaten und Frankreich. Aber das Problem sind Großbritannien und Deutschland. Das heißt, er spielt immer mit diesen Unterschieden. Und natürlich haben sie die Unterstützung Russlands, aber nicht so unmittelbar, weil Russland die Position hat, dass sie der UN-Resolution 1244 folgen und sagen, das, was Serbien entscheidet, das unterstützen wir auch. Das heißt, die lokale Führung hat in der Zwischenzeit angefangen, die internationalen Akteure zu manipulieren. Weil 2012 war es fast unmöglich zu denken, dass so eine Option überhaupt auf den Tisch kommen könnte. Das war dann eher damals, waren die Wünsche der serbischen Elite. War es nicht auch so, dass Mr. Vucic vor einigen Jahren zusammen mit anderen serbischen Politikern, die nicht seine Ideologie waren, gesagt haben, dass es Zeit wäre, den Kosovo zu vergessen und eine Lösung zu finden? Wie ist es möglich, dass es hier zu dieser Meinungsveränderung kam? Naja, man kann nicht sagen, dass er das wirklich ernst gemeint hat. Auf der anderen Seite ist es so, dass für die politischen Eliten in Serbien Kosovo auch als Auslöser für Nationalismus dient, sozusagen. Also die serbische Bevölkerung oder die serbischen Bürger sind sich dessen bewusst, dass das Kosovo verloren ist. Schon 2008, als Kosovo seine Unabhängigkeit erklärt hat, gab es eine Option auf dem Tisch, ob man hier gegen ein Assoziierungsabkommen mit der EU stimmt oder ob man zugunsten von Kostunica stimmt, der damals gegen die Unabhängigkeit von Kosovo war und diese massiven Proteste organisiert hat. In gewisser Weise, denke ich, ist es so, dass die Bürger in Serbien sich mehr über die sozialen und wirtschaftlichen Aspekte Gedanken machen. Und das ist auch etwas, wo die Europäische Union wirklich auch eine Verbesserung bringen kann. Die westlichen Werte werden allgemein auch angenommen wie Rechtsstaatlichkeit. Es ist eine sehr tolerante Gesellschaft. Wenn man über die Ernsthaftigkeit unseres Präsidenten spricht, kann man sagen, dass er die vollständige Kontrolle über die Medien in Serbien hat. Und er kann natürlich hier auch eine Veränderung in Richtung der EU-Option in der Meinung bewerkstelligen. Aber das hat er nicht gemacht. Und es gibt natürlich immer Theorien über einen speziellen Krieg gegen Serbien, die freundliche Beziehungen zu Russland haben. Und das sind natürlich immer Auslegungen, die wirklich auch die gegenwärtige politische Situation reflektieren und widerspiegeln. Und natürlich ist es so, dass ganz oft über die NATO-Intervention gesprochen wird, aber das wird niemals mit den Verbrechen in Zusammenhang gebracht, die gegen die Albaner im Kosovo verübt wurden. Und man versucht hier auch, diese Islamophobie in Europa, in den Vereinigten Staaten und andernorts zu nutzen und zu sagen, der Krieg gegen das Kosovo war ein Krieg gegen islamistische Terroristen. Und so versucht man dann halt auch wirklich offiziell Unterstützung zu bekommen. Das heißt, man spielt hier immer mit diesen Aspekten des Balkankriegs. Habe ich jetzt natürlich auch ein bisschen geblufft. Ich war auch nicht überrascht über den Turn im Belgrader Ton, muss man ja eher sagen, im Sound, als dass es wirklich die Politik gewesen wäre. Und ich habe mich dann nicht an die Zeit vor 20 Jahren erinnert, sondern eher an die Zeit vor 30, 35 Jahren, als ein damaliger serbischer Herrscher alle sozialen Probleme in seinem damaligen Land, also Jugoslawien, mit der Kosovo-Frage
überlagerte. Und ist das so? Gibt es einen so engen Zusammenhang mit dem Demokratiedefizit im ehemaligen Jugoslawien, in dem Fall in Serbien, und dem Thema Nationalismus, oder kommt uns das nur so vor? Ich glaube, wir sehen seit über 30 Jahren den Nationalismus. Das fing an mit Milosevic, dem radikalen Nationalismus. Das hat einfach nur die Form zwischendurch verändert. Aber dieser Nationalismus ist niemals ganz verschwunden. Und in Abhängigkeit von dem, was auf der Agenda stand, wurde das genutzt. Also Kosovo ist natürlich nicht der Hauptgrund für die nicht demokratischen Entwicklungen in Serbien, aber Kosovo wird immer als Ausrede benutzt. Also gegenwärtig gibt es in der Gesellschaft ein geringes Potenzial für demokratische Veränderungen. Ich kann sagen, dass die Rechtsstaatlichkeit sehr schlecht ist, die Justiz, Medienfreiheit sehr schlecht gestellt ist. Also das sind verschiedene Kriterien, die natürlich eine Demokratie ausmachen. Und ich denke, dass wir einen Punkt erreicht haben, wo unsere politischen Eliten nicht in der Lage sind zu liefern, Reformen umzusetzen, demokratischen Wandel zu bewerkstelligen. Und wir können sicherlich auch sagen, dass die Bürger in Serbien den Wandel anstreben, aber sie haben keine politischen Repräsentanten, die diese neue Agenda dann auch artikulieren können. Es gibt also viele lokale Initiativen. Wir können auch sagen, dass das in gewisser Weise sehr pluralistisch ist, aber leider ist es auch so, dass es keine Synergieeffekte gibt. Das heißt nicht, dass es nicht irgendwann welche gibt, aber gegenwärtig ist es so, dass wir hier einfach eine Unzufriedenheit sehen, Desillusionierung mit dem Multiparteiensystem, Desillusionierung mit der Führung, politischen Führung und auch dem Leben im Allgemeinen. Und ich muss sagen, dass Präsident Vucic, als er an die Macht kam, viel gemacht hat, um das politische Leben zu zerstören, politische Parteien zu diskreditieren, indem sie beispielsweise für Korruption verantwortlich gemacht wurden. Also so ist er überhaupt erst ins Amt gekommen. Und auch jeden individuellen Anführer zu diskreditieren, indem alle möglichen Geschichten über diese Person erzählt wurden. Das heißt, die Menschen vertrauen den politischen Eliten gegenwärtig gar nicht. Auf der einen Seite haben wir also eine Opposition, die versucht, sich zu organisieren, sehr schlecht gegenwärtig, und natürlich auch die Bürger auf der anderen Seite, die seit 6 Monaten Veränderungen wünschen, aber es gibt einfach keine Veränderung. Das ist so das allgemeine Bild, das wir gegenwärtig sehen. Wir hinterlassen wirklich den merkwürdigen Eindruck, dass sich halb Serbien versammelt hat, und zwar wirklich von der LGBT-Community bis zu den Rechtsextremen, ohne ein alternatives Programm zu haben zu dem, was die Regierung macht. Von außen betrachtet, also von hier, von Deutschland aus, von Europa aus, hat man sowieso den Eindruck, es gäbe eigentlich in Serbien nur eine Position, nämlich Kosovo gehört uns und alles wird erschwert. Gibt es in Serbien auch andere Positionen? Gibt es andere Ideen als Landswap, Grenzveränderungen, Aufteilung nach ethnischem Prinzip? Also ich würde sagen, dass Kosovo ein sehr wichtiger emotionaler Aspekt für die Serben darstellt. Also der Nationalstaat ist ja in Kosovo erwachsen, aber diese Gefühle werden von den Medien ständig missbraucht sozusagen, oder systematisch gibt es Kampagnen gegen Kosovo-Albaner, und das führt natürlich dazu, dass sich die Beziehungen nicht normalisieren können. Also Kosovo wird als Mafiastaat bezeichnet, kriminalisiert, es sei keine vollständige Demokratie und so weiter. Das heißt, das findet alles auf der emotionalen Ebene statt, und auf der anderen Seite ist es nicht das, was die Menschen in Serbien wollen. Und natürlich spielt Russland hier auch eine wichtige Rolle, weil diese Anti-NATO-Kampagne wird von Russland geführt, und die war vor 2013/14 nicht so stark. Da gibt es aber eigene Gründe. Also häufig ist es so, dass die serbische Elite im Interesse Russlands agiert, nicht im Interesse Serbiens. Und das ist ziemlich enttäuschend, weil die NATO ein enger Partner Serbiens ist. Wir sind in der Partnerschaft mit der NATO. Ein sehr hohes Kooperationslevel haben wir da erreicht. Aber auf der anderen Seite haben wir diese russische Bestreben, und da werden die Serben daran erinnert, dass sie niemals vergeben oder vergessen sollen, 99. Und
Es gibt auch einen Film im serbischen Kino über die NATO-Invasion. Und der ist sehr übertrieben und zielt nur auf Emotionen ab. Und dadurch wird dieses Thema immer noch offen gehalten, also das von den Russen. Das wird so lange wie möglich offen gehalten. Die nationalistischen Eliten Serbiens, und die sind nicht klein, nutzen das natürlich auch als Argument gegen eine Ausrichtung in Richtung EU. Also ich würde sagen, dass die serbischen Eliten insgesamt im Allgemeinen gegen die EU und eine westliche Ausrichtung sind. Und das ist nicht das erste Mal in der Geschichte, dass wir das sehen. Und ich würde auch sagen, dass wir an einen Punkt angelangt sind, wo wir den Charakter unserer Gesellschaft definieren müssen, die Werte unserer Gesellschaften definieren müssen. Und das eigentliche Problem der Eliten in unserem Land, die nicht in der Lage sind, Fortschritte zu machen und in Richtung einer europäischen Zukunft zu gehen, das müssen wir diskutieren. Auch in Pristina gab es Überraschungen bei der Diskussion um die Grenzveränderung. Es gab eine Person in der politischen Elite, die da sehr dafür war, und alle anderen waren dagegen. Transparent ist das Ganze noch immer nicht, und es ist für uns von außen auch nicht richtig klar, was da passiert ist. Was ist da für ein Spiel gelaufen? Lassen Sie mich eine kurze und eine lange Version geben. Die kurze Version ist die, dass es derjenige war, der aus persönlichen Gründen eine Landübergabe oder einen Gebietstausch erzielen wollte. Und dass er wollte, dass das von allen umgesetzt wird. Und das ist einfach nicht passiert. Die lange Version ist eine ganze Geschichte sozusagen. Also vor 20 Jahren ist es so, da habe ich mich in Pristina versteckt. Das war mein 77. Tag meines Verstecks. Die Bombardierungen hatten 77 Tage zuvor angefangen. Ich habe mich, wie gesagt, versteckt. In der ersten Nacht der Bombardierung wurde ein Freund von mir und seine zwei Söhne von der Polizei aufgegriffen und an einen Ort in der Nähe gebracht und exekutiert. Nach zwei Wochen wurde ein weiterer Freund von mir, der auch bekannter Intellektueller war, wurde mitgenommen und exekutiert. Das heißt, ich habe mich wirklich versteckt, um mein Leben zu retten. Am 77. Tag habe ich gedacht, dass ich es vielleicht schaffen könnte oder vielleicht auch nicht. Und eher nicht, weil es eben eine Zeit war, in der die russischen Soldaten plötzlich angefangen haben, nach Pristina zu kommen. Sie sind von Bosnien-Herzegowina rübergekommen. Und das wurde auch live im serbischen Fernsehen übertragen, dass die Soldaten kommen. Und die bewaffnete Bevölkerung, die bewaffnete serbische Bevölkerung und die Soldaten und die Polizisten haben angefangen zu trinken und zu schießen in der Nacht. Sie haben auf die serbischen Soldaten gewartet. Ein serbischer Nachbar in dem Haus, wo ich mich versteckt habe, der meine Familie mochte, hat gesagt, ich halte das nicht mehr aus, ich muss gehen. Ihr werdet heute alle nachts in der Nacht verbrannt werden und ich kann mir das einfach nicht anschauen. Das heißt, wir haben in der Nacht wirklich darauf gewartet, dass unser Haus abgefackelt wird und dass wir alle verbrennen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt war es so, dass wirklich die Russen dort gefeiert haben. Es wurde in der Nacht geschossen bis 3 Uhr, 4 Uhr in der Früh. Und dann kamen die Briten, 10 Uhr morgens ungefähr, am 12. Juni 1999. Und ich erzähle die Geschichte nur, weil wir hier eine unterschiedliche Auslegung sehen. Nicht nur in Bezug darauf, was an dem Tag passiert ist, sondern auch in Bezug auf Fakten, auf Tatsachen. Es gibt hier unterschiedliche Auslegungen, weil der Krieg natürlich noch nicht beendet ist. Der Krieg in den Köpfen der Menschen ist noch nicht beendet. Er ist auch nicht in meinem Kopf beendet, auch nicht in den Köpfen anderer Menschen. Und bis es nicht ein Friedensabkommen gibt, wird der Krieg weiterhin in den Köpfen der Menschen bleiben. Es wird Teil des Narrativs bleiben. Die Jugendlichen, die wir hier gesehen haben, die 1999 geboren wurden, 20 Jahre alt jetzt sind, sie sind in einem Kriegsnarrativ aufgewachsen. Und jetzt gibt es den Versuch,
ein Narrativ des Friedens von der Deutschen Welle zu entwickeln. Und das ist natürlich ein guter Versuch. Ich sage einfach nur, es ist einfach auch die Pflicht der politischen Elite im Kosovo und in Serbien, ein Friedensnarrativ zu entwickeln, um die Gesellschaften voranzubringen in Richtung eines Friedens und um ein Friedensabkommen zu erzielen. Und das ist der große Rahmen. Innerhalb dieses großen Rahmens gibt es Versuche wie diesen, eines Gebietstausches. Und das ist natürlich nicht nur ein Versuch, Frieden zu erzielen, sondern auch ein Versuch oder kann auch die Möglichkeit für weitere Kriege bieten. Denn sobald man Menschen beispielsweise sagt, okay, ihr seid jetzt auf der falschen Seite der Grenze, also von den Eliten wird das so gesehen, wo hört man auf? Wann kommt der Moment, wo man sagt, jetzt reicht es, es ist genug? Das wird uns nicht weiter versöhnen. Also sobald man Menschen wieder vertreibt, weil sie Albaner oder Serben sind, schickt man sie weg, weil sie vielleicht zu klein sind oder weil sie andere Charakteristika haben. Oder versucht man beispielsweise dann Homosexuelle in andere Gegenden zu schicken. Also wo zieht man hier die Grenze, anstatt hier Inklusion zu erreichen, also alle einzubeziehen, versucht man dann wirklich wieder Menschen auszuschließen. Und dieser Gebietstausch ist nicht nur ein Produkt einer Kriegsmentalität, eines nicht beendeten Krieges, es ist auch das Produkt einer intellektuellen Faulheit. Also es ist natürlich viel leichter, so eine einfache Lösung zu wählen, hier einfach 200.000 Serben rauszuschmeißen oder einfach eine 500.000 muslimische Bosnier rauszuschmeißen, und anstatt wirklich herauszufinden, wie man zusammenarbeiten kann. Diktaturen fungieren und basieren auf intellektueller Faulheit. Sie basieren darauf, dass nichts in Frage gestellt wird, dass Wahrheiten oder diese vermeintlichen Wahrheiten nicht in Frage gestellt werden. Also was gegenwärtig passiert mit diesem Gebietstausch, ist wirklich eine Reflexion einer wachsenden Autokratie in unseren Gesellschaften und Individuen wie Saci, der sich selbst unser Präsident schimpft sozusagen, ist jemand, der seit 2 Jahren über Gebietstausche verhandelt, und das ist etwas, was sehr unpopulär ist. Also zum ersten Mal ist es so, dass 80% der Kosovo-Albaner und 80% der Serben in Kosovo bei einem Thema einer Meinung sind. Sie wollen keinen Gebietstausch. Die zweite Frage bereits explizit beantwortet, nämlich was diese Diskussion mit dem Zustand der Demokratisierung von Kosovo zu tun hat, nämlich sehr viel. Sie zeigt sehr viel über die Probleme der Demokratisierung, sie zeigt aber auch, was die Bevölkerung angeht, dass es plötzlich Überlappungen gibt, von denen man früher gar nichts erwartet hätte. Ich habe Sonja Bisako die Frage auch schon gestellt. Gibt es unter den kosovarischen Eliten neben der Position Kosovo gehört uns auch noch eine andere? Natürlich. Also wir müssen einfach das Paradigma verändern. Und das ist es, was wir versuchen. Aus intellektueller Sicht ist es sehr paradox. Also die Europäische Union durch Frau Mogherini hat sich hier engagiert in einem nicht-europäischen Projekt. Und das ist nämlich die Legitimierung von Gebietstausches. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, worauf die EU basiert. Also was wir sagen ist, warum nehmen wir nicht die Prinzipien, auf denen die EU fußt, und versuchen, diese anzuwenden, soweit es geht, auf unsere Gesellschaften. Was ist jetzt das wichtigste Prinzip, auf dem die EU fußt? Es geht nicht um den Wettbewerb bei Territorien, Ressourcen, Menschen oder Land. Es geht um das Teilen. Und diese Transformation, die in unseren Gesellschaften passieren muss, ist eben nicht weiter zu verhandeln über Gebiete, über Land, über Menschen oder Ressourcen. In unserem Falle die Erinnerung, denn wir haben einen Wettbewerb des Gedenkens, der Erinnerung. Also wozu gehört Kosovo historisch beispielsweise? Also meine Frage ist, warum ist nicht ein orthodoxes Kloster auch mein Kloster? Warum kann es nur das Kloster von Orthodoxen sein, also Menschen orthodoxen Glaubens?
warum kann man nicht auch die Religion respektieren und die Architektur, auch wenn man diese Religion nicht hat? Also sobald wir das als Muster oder als Trend oder als Paradigma festlegen, bekommen wir andere Ergebnisse. Die Frage ist jetzt nicht, wer den Gazibuder See bekommt, beispielsweise, also wenn man sich den See anschaut, ist es so, dass 70% auf der Seite Kosovos liegen und 30% auf der serbischen Seite oder weniger sogar. Aber dann versteht man, dass man nicht nur Fragen in Bezug auf Wasser und die Wasserversorgung berührt, sondern auch Fragen in Bezug auf die Wirtschaft. Denn 40% dieses Wassers wird von der Landwirtschaft genutzt, die Kosovo, also Albanern und Serben zugutekommt. Und es wird auch für das Kühlen beispielsweise des elektrischen Systems genutzt. Und wenn es dieses Wasser nicht gäbe, dann würden wir eine viel größere ökologische Katastrophe erleben. Und wir leben in einer sehr schlechten Umgebung, Umwelt. Also die Frage ist eher, wie teilen wir diese Umwelt? Wie können wir sie gemeinsam nutzen? Und wie kann das auch in die Verhandlungen einfließen? Das heißt, wie können wir das als Region verstehen, als Region des Friedens und als Region des Wandels, des Friedens, der Freiheit und nicht als ein Ort für Wettbewerb? Sabine Stöhr, Sie leiten die Abteilung Westbalkan im Auswärtigen Amt. Das habe ich jetzt richtig gesagt. Wir waren doch ziemlich überrascht über diese Veränderung. Also nachdem die Bundesrepublik und die Bundesregierung und die Kanzlerin sich jahrelang für eine nicht ethnische Lösung in Südosteuropa eingesetzt hat, kam es plötzlich zu dieser merkwürdigen Drehung. Wie sieht das denn aus der Perspektive des Auswärtigen Amts aus? Was ist uns da passiert im letzten Jahr? Ja, wenn Sie danach fragen, wieso der Dialog in diese Richtung gegangen ist, kann man jetzt viel spekulieren. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe. Vor allem, und da gab es eine gute Analyse relativ am Anfang, als die Idee bekannt wurde, dass offensichtlich in sehr vielen Administrationen diejenigen, die die 90er Jahre miterlebt haben und die als Diplomaten oder Politiker in den 90er Jahren und dann in den Nullerjahren sich mit der Problematik des Balkans beschäftigt haben und schwierige Entscheidungen zum Teil treffen mussten, jetzt nicht mehr diejenigen waren, die plötzlich entschieden haben oder die den Prozess geführt haben. Das klingt jetzt sehr nach Bürokratietheorie. Vielleicht ist es in Deutschland so, dass wir ja durch die Beschäftigung mit den Balkankriegen der 90er und dann auch mit Kosovo eigentlich erst begannen, außenpolitisch erwachsen zu werden. Und dass es deswegen bei uns im System einfach mehr Menschen gibt, denen die Idee von vornherein als Reflex absolut absurd vorkam, aus den Gründen, die Veton Suray hier genannt hat. Es widerspricht allem, was wir getan haben, es widerspricht den europäischen Prinzipien, es widerspricht der Zukunft, die wir sehen für den westlichen Balkan. Trennung nach ethnischen Maßstäben kann nicht zu etwas Positivem führen und schon gar nicht in einer Zeit, in der wir mit uns an eigenen Gesellschaften darum ringen, wie wir große Bevölkerungen anderer Ethnien auch integrieren in unsere Gesellschaften. Also auch schon deswegen ist es eigentlich absurd. Aber bei uns im System, und das trifft auf das Auswärtige Amt zu, auf das Bundeskanzleramt, aber eigentlich auch auf den Bundestag, hat man eigentlich fast niemanden getroffen, der dieser Idee etwas abgewinnen konnte. Es war ein klares Bewusstsein da, dass es erstens eine alte Idee ist, keine neue Idee, sondern eine, die schon sehr lange auch von der serbischen Regierung, unterschiedlichen serbischen Regierungen vertreten wurde. Und dass es eine Idee ist, die allem widerspricht, was wir beabsichtigt haben und den Grundlagen widerspricht, auf denen wir die kosovarische Unabhängigkeitserklärung auch akzeptiert und anerkannt haben. Bei anderen war das nicht so. Ich weiß nicht, warum plötzlich 10 Jahre nach 2008 alle plötzlich entschieden haben, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man sagen muss, der
der Dialog ist gescheitert und es gibt jetzt keine andere Möglichkeit. Das ist ein total willkürlich gesetztes Datum, jetzt einfach zu sagen, bisher hat es nicht zu einer Anerkennung Kosovos durch Serbien geführt und deswegen klappt es auch nie mehr, wenn man jetzt nicht ein Stück Land abschneidet. Also eine sehr simplifizierte Argumentation, aber offenbar hat sie eine gewisse Attraktivität entwickelt. Einige, die dachten, sie können jetzt ein Problem schnell lösen und dafür gute Punkte sammeln, für einen zukünftigen Job oder auch um sich vor internationaler Gerichtsbarkeit möglicherweise zu retten oder andere Gründe, ich weiß es nicht. Andere haben tatsächlich lobbyiert und ich glaube, es ist nicht überraschend, dass zu einem gewissen Moment es auch vielleicht aus dem Weißen Haus attraktiv schien, ein Problem zu lösen durch einen Quick-Fix, wenn man nicht genau hingeschaut hat und wenn man wirklich geglaubt hat, dass es umsetzbar ist. Unsere Argumentation war immer, es ist vor allem nicht umsetzbar. Es würde aber, wenn es umsetzbar wäre, auch zu nichts Gutem führen. Und letztlich hat sich doch inzwischen diese Einsicht offenbar durchgesetzt. Am 29. April hatten wir ja dann das Treffen der Bundeskanzlerin, des französischen Präsidenten mit den Westbalkan-Leadern, Staatschefs, Regierungschefs, unter Anwesenheit der kosovarischen und der serbischen entsprechenden Menschen. Eigentlich, muss ich sagen, hatte ich von dieser Konferenz einen Knall erwartet. Es schien mir aber dann doch ein bisschen mehr zu sein wie das Hornberger Schießen, also nur ein leiser Knall. Der Prozess wird jetzt fortgesetzt, am 1. Juli will man sich in Paris treffen und weiter diskutieren. Wird es da zu einer Bewegung kommen? Was steckt hinter diesem Prozess? Also wenn ich erstmal den Ausdruck Knall kommentieren darf, das ist genau seit circa 2 Jahren unser Problem. Dass andere sagen, wir haben den goldenen Schlüssel und mit einem Mal, jetzt machen wir den Sack zu und lösen ein riesiges Problem. Und dagegen setzen wir dann immer einen Prozess, ein ordentliches Behandeln verschiedener Probleme wie den Gazivoda-See oder das kulturelle Erbe oder die Rechte der Serben oder anderes. Und spätestens dann hören die Leute auf zuzuhören, weil es nicht so attraktiv ist, wie wenn man, auch das andere wäre ja ein Knall gewesen, wie wenn man jetzt den goldenen Schlüssel hat, den Sack zumacht und sagt, so, wir haben das Problem gelöst und jetzt lasst uns zum nächsten schreiten. Also nicht als Kritik gemeint, aber es ist tatsächlich so, dass eine Konfliktlösung eben langwierige, schwierige und auch sehr konkrete Verhandlungen und sehr konkrete Arbeit erfordert und man das nicht mit einem Federstrich sozusagen hinbekommt. Insbesondere dann nicht, wenn diese angebliche Karotte, wir lösen das jetzt ganz schnell, du kriegst ein Stück Land und ich krieg die Unabhängigkeit, Land, also Status gegen Territorium, das ist ja sozusagen das Label, das Motto gewesen. Wenn man dagegen etwas setzen will, wenn es mal in die Richtung gegangen ist, sagen alle, ja gut, das ist jetzt nicht so interessant, dass man eben versucht, erstmal Zölle vom Tisch zu bekommen, erstmal wieder Vertrauensbildung zu betreiben, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel in der regionalen Kooperation die Dinge wieder positiv laufen. Wir hatten eine ganz große Krise bei unserem Flaggschiff eigentlich des Berliner Prozesses der regionalen Kooperation, nämlich beim regionalen Jugendwerk RICO, bei dem Kosovo in diesem Jahr den Vorsitz hat und wo eine wichtige Sitzung, bei der Beschlüsse über Budget, Strukturen und so weiter getroffen werden sollten, nicht zustande kam, weil die serbische Delegation entschieden hat, dass sie nicht im kosovarischen Parlament eine Sitzung haben kann, weil das ihrem Statusempfinden widerspricht. Das ist natürlich alles eine Folge der Verhärtung und Eskalation gewesen zwischen den beiden Seiten und des Stillstands im Dialog. Das ist inzwischen überwunden. Ich will nur sagen, ich will mich nicht verteidigen oder uns nicht verteidigen, dass wir jetzt, man kann immer mehr machen vielleicht und mehr erreichen, aber meine erste, und das als Vorbemerkung ist, dass man eben, dass es den goldenen Schlüssel nicht gibt und deswegen kann man ihn eben auch nicht anwenden. Und wenn zu hohe Erwartungen geweckt wurden durch, wir lösen das Problem jetzt sehr schnell, ist es sehr schwierig, das Ganze wieder zurück auf einen ordentlichen, skrupulösen, nachhaltigen Konfliktlösungsprozess zu bringen. In dem Sinne, das Treffen in Berlin war ein
einmaliges Treffen mit den Vertretern der Region und es war besonders wichtig, dort einmal deutlich zu machen, dass nicht nur in Kosovo die Idee von Grenzveränderungen abgelehnt wird, sondern dass die gesamte Region für sich ganz große Befürchtungen hat, sollte es tatsächlich zu einer solchen von außen ja nur durchgesetzten, also ist nur durchsetzbar, wenn es von außen stark unterstützt wird, sogenannten Einigung kommt. Und das ist schon, glaube ich, gelungen. Zwar ist tatsächlich die Grenzveränderungsidee, die wird schon immer wieder mal hochkommen oder man wird schon immer wieder mal versuchen, die als Lösung zu bringen. In dem Zusammenhang stehen ja auch die Eskalationen, die wir sehen in Kosovo, zwischen Kosovo und Serbien. Da liegt der Verdacht nahe, dass man damit zeigen will, seht ihr, die beiden Ethnien können nicht zusammenleben, also muss man doch jetzt eine radikale Lösung finden und eben ein Stück abschneiden. Aber es ist doch so, dass jetzt deutlicher wurde, dass es momentan keine Chance gibt, sehr schnell in einem kurzen Rahmenabkommen Grenzveränderungen zu vereinbaren. Das war also ein Ziel des Gipfels und ich glaube schon, dass es gelungen ist. Das Zweite in diesem Prozess ist jetzt natürlich, den Verhandlungsprozess wieder in Gang zu bringen und wieder auf Spur zu bringen. Und da sind wir eben schon in größeren Schwierigkeiten. Und Ziel für ein nächstes Treffen ist schon zum einen die berühmten Strafzölle, die von der kosovarischen Regierung verhängt wurden, zu suspendieren, zumindest dahin einen Weg zu finden und damit es zu ermöglichen, dass sich die Verhandlungsteams wieder treffen und dass man den Dialog und den Verhandlungsprozess wieder aufnimmt. Ich würde Ihnen mit Sicherheit zustimmen, dass es total richtig ist, von solchen Megaforderungen, die den Anspruch haben, oder Scheinlösungen, die den Anspruch haben, ein kompliziertes Problem mit einem Schnitt zu lösen, wieder runterzukommen und sich dann wieder den Mühen der Ebene hinzugeben. Aber ist es dann nicht übertrieben, das von den beiden mächtigsten Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union einberufen zu lassen? Hätten es dann nicht die Außenminister auch getan? Das hat doch den Anspruch an das Berliner Treffen so hochgehängt, dass man gesagt hat, wow, Merkel und Macron, jetzt muss was passieren. Also Bodo Weber hat es ja vorhin einleitend gesagt, dass das gesamte Zustandekommen des Normalisierungsdialogs ab 2010, dann das Brüsseler Abkommen 2013 auch eines war, das sehr durch die Unterstützung der Bundeskanzlerin passierte. Insofern ziehen wir da an einem Strang. Danke. Veton Curoj, wie sieht man denn in Kosovo und wie sehen Sie natürlich vor allem persönlich die Chancen und die Perspektiven dieses deutsch-französischen Vorstoßes? Well, I think it already. Ja, also ich glaube, dass es schon einen Erfolg gegeben hat, im Sinne, wo das hat einen Anschub gegeben, eine Transition von einem Prozess zum anderen gegeben. Ein Prozess, die von letzten von Frau Mogherini geführt wurde, ist jetzt zum Ende gegangen. Also hatte kleine Ergebnisse, hat mehr Probleme geschafft als Ergebnisse und ist dann zu meinem natürlichen Ende gebracht worden. Aber ich glaube, das natürliche Ende war folgendes. Also Zusammentreffen von Vertreter, Entscheidungsträger der Region und die haben gesagt, wir lehnen diese Option von Gebietsauftausch ab. Also Leute gesagt, die haben sich sinnvoll gehandelt, dass es keine Lösung darstellt. Und wir lehnen diese Option ab. Also diese Verhandlungen sollen nicht angesehen werden als schnelle Lösung. Also das geht immer links und rechts und das ist das Gegenteil von schnelle Lösung. Das kann man nicht erreichen. Das ist wie ein Öltanker in unserem Fall. Das ist kein Schnellboot. Und was passiert heutzutage ist, dass dieser Tanker geht langsam von einer Richtung in der anderen. Und um voranzukommen, ich glaube, dass Serbien sowie Kosovo werden gut geraten. Also die sollten Prinzipien haben für ein ernsthafte Verhandlung, für eine Verhandlung, die den Frieden erreicht und voranschreitet und guckt in die Zukunft und jenseits der Wettbewerb und
ist mehr auf Teilung fokussiert. Und ich glaube, dass die Europäische Union, wenn die neue Kommission entsteht, wird auch diese Idee voranbringen und unterstützen. Und ich glaube, was die Region erwartet von Deutschland und von Frankreich, ist nicht nur ein Habitat oder ein Raum für solche Entwicklungen zu schaffen, aber auch einen Ideenaustausch zu diesen Themen. Natürlich, wenn die Region also hat neue Ideen, weil natürlich die Regierung keine neue Idee schafft, die kann nicht in diese Region dann durchgesetzt werden. Also ich glaube nicht, dass es einen großen Knall geben wird. Also ich erwarte keinen großen Knall von Berlin und ich erwarte auch keinen großen Knall in Paris und auch nicht in Washington. Ich glaube, was wir haben und was geschehen wird, ist eine ernsthafte, integriertes, vertieftes und demokratisches Prozess, wo eine wahre Antrieb gegen Frieden wird eigentlich eine Lösung liefern. Was Veton Sudoy da aus der kosovarischen Perspektive an Ansprüchen an den deutsch-französischen Prozess stellt, äußert? Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass Deutschland und Frankreich, die größten Staaten in der EU, hier zusammengekommen sind mit dieser Initiative. Und ich stimme auch zu, dass das natürlich nicht über Nacht zu einem guten Prozess führt. Also es geht nur darum, das jetzt anzustoßen. Es muss natürlich noch mehr Transparenz im Prozess selbst geben. Und ich würde auch sagen, dass hier eine Botschaft an Kosovo und Serbien ausgesandt wird, dass sie die europäischen Werte einhalten müssen, wenn sie wirklich Teil der EU werden wollen. Und bei Serbien ist es natürlich nicht so leicht, der EU den Rücken zuzukehren, auch wenn sie das nicht unbedingt wollen. Aber es gibt ja auch eine ambivalente Position gegenüber der EU. Und für jede Regierung, auch diese, wäre es schwierig, der EU den Rücken zuzukehren, weil sie natürlich sehen, welche Vorteile es gibt und auch für Unterstützung, die von anderer Seite nicht kommen. Was hier wichtig ist in der kommenden Phase, ist, dass hier wirklich die Volkswirtschaft in der Region unterstützt wird, weil solange wir nur vom öffentlichen Sektor abhängen, was die Beschäftigung angeht, wird es keine unabhängigen Initiativen geben und auch keine unabhängigen Bürger, weder in Serbien noch in Kosovo. Also um die Demokratie zu verankern, Rechtsstaatlichkeit und so weiter, ist es wirklich wichtig, dass es eine überlebensfähige lokale Wirtschaft gibt. Und hier brauchen wir auch mehr Beteiligung der Bürger. Die meisten Bürger sind nämlich gegen den Ist-Zustand. Das heißt, die EU sollte hier eine Art Marshallplan auflegen für die Region, aber eben auch etwas, das verhindert, dass China hier reinkommt oder andere Kräfte, die sehr intransparent sind und sehr intransparent vorgehen und die auch wiederum Tür und Tor für alle Formen der Korruption öffnen und auch auf intransparente Art und Weise mit der politischen Führung dann zusammenarbeiten. Also die EU-Unterstützung, die muss ja sich an bestimmte Kriterien halten und muss transparent sein. Also ich habe mich bereits gefragt, dass noch nie das Geld angesprochen hat, weil natürlich geht es immer darum, es geht ja auch um neue Autobahnen, es geht um verschiedene, also um mehr Arbeitsplätze. Und ich möchte jetzt gerne die Runde öffnen. Jetzt habe ich Englisch gesprochen. Ich mache es jetzt nicht nochmal von Anfang. Wir haben jetzt zwei Runden hier auf der Bühne gemacht und ich möchte es jetzt mal für Sie, für das Publikum öffnen und bitte darum um Wortmeldung. Super, danke schön. Finanze Potremia. Ich habe eine Bemerkung. Jetzt sind wir uns alle einig, dass der Land Swap keine gute Idee war.
Und Herr Rosig, Sie hatten gesagt, das war eine Rückkehr in Ethnopolitik jetzt, was geschehen ist. Ich habe leider das Gefühl, dass schon 2015 mit dem Gemeindeverband sowas wie eine Rückkehr in Ethnopolitik stattfand. Jetzt, wir haben alle Dayton vor Augen. Und Frau Stör, Sie sprachen davon, es war eine reflexartige Reaktion auf deutscher Seite, wieso wir natürlich das abgelehnt haben. Für mich war das schon 2015 so, als ich von diesem, das ist auch eine Aufteilung nach ethnischen Gesichtspunkten tatsächlich des Landes. Jetzt würde ich gerne wissen, was das, natürlich würde ich gerne die Meinung der Panelisten dazu wissen, zu diesem Gemeindeverband, also ich glaube, die meisten wissen, von was ich spreche, und die Meinung des Auswärtigen Amts natürlich. Ist das auch vom Tisch? Nur zur Erläuterung, das Verfassungsgericht hat 20 Verstöße gegen 20 Artikel festgestellt, dieses Gemeindeverbands, also total gegen den ganzen Ahtisaari-Plan und gegen die kosovarische Verfassung und so weiter. Da hätte ich gerne eine Einschätzung von Ihnen, ob das jetzt wieder auf den Tisch kommt. Danke. Brauchen wir eine kurze Information im Publikum dazu, was der serbische Gemeindeverband ist? Oder ist das allen bekannt? Es handelt sich um einen Zusammenschluss der serbischen Gemeinden im Kosovo, der, wenn man kritisch rangeht, durchaus eine staatsähnliche Struktur haben könnte. Die serbische Seite sieht das nicht so. Die ist der Ansicht, dass es sich dabei um eine Verbindung unterhalb der staatlichen Ebene handelt. Sie werden mich korrigieren, wenn es hier auf der Bühne was zu korrigieren gibt. Die Kritik sagt, dabei entsteht eine Republika Srpska, also ein Serbisch-Bosnien innerhalb von Kosovo. Wollen wir beantworten oder wollen wir eine Frage aufnehmen? An oder ist es praktischer, erst zu antworten? Erst antworten, oder? Ja. Bitte. Wer möchte denn? Also ich würde sagen, dass es zwei Auslegungen gibt für dieses Abkommen zwischen den Gemeinden. Und ich glaube, das war das größte Problem in der Verhandlung, soweit die gedauert haben. Zuerst Serbien hat das gleiche Status wie die Republik Skopje. Und das hören dann die Albaner. Und deswegen wollen sie sich nicht für diese in weitere Verhandlungen engagieren. Und als die angefangen haben von diesen Gebietsaustauschen, dann es gab auch Verhandlungen mit dieser Gemeindeverband. Und die Serbien haben einen Vorschlag gemacht, aber das wird nicht dann an Brüssel übermittelt. Und ich glaube, Kosovo hat bereits ein Gesetz erlassen und es handelt sich über alle Gemeinden in Kosovo. Und dann haben sie dann Recht auf Autonomie und keine Gemeinde in Kosovo hat diese Art Autonomie. Also ich glaube, in diesem Ahtisaari-Plan, und das ist in der Kosovo-Verfassung integriert teilweise, das kann nicht eigentlich durchsetzbar sein in einem kleinen Staat wie Kosovo. Also ich glaube, wir müssen neu definieren und neu verhandeln in einer Art, die die Gemeinden Kosovo können dauerhaft und aber das kann auch die Albaner ermöglichen, das ganze Gebiet zu kontrollieren. Also es handelt sich darum, also die integriert von Kosovo. Der Gemeindeverband zeigt ganz gut ein Problem des Dialogs bisher. Es wurden Vereinbarungen getroffen und die blieben ambig, mehrdeutig, was ja manchmal auch ein Mittel sein kann, überhaupt um ein Gespräch aufrechtzuerhalten. Insofern ist keine grundsätzliche Kritik, sondern man muss ja erstmal zusammenkommen und vielleicht auch sozusagen eine gewisse Mehrdeutigkeit auch konstruktiv behalten. Es gab aber zu viele dieser Vereinbarungen, die einfach nicht klar ausdiskutiert wurden. Wenn Sie mit Serben und dem
Büro von Marko Djuric über den Gemeindeverband sprechen, hören Sie erstmal, es sind 2000 wie viele Tage, da wird jeden Tag ein Strich gemacht, seitdem die Vereinbarung nicht eingehalten ist. Wir haben uns geeinigt und am nächsten Tag haben die Kosovaren das zurückgenommen. Wenn Sie mit den kosovarischen Verhandlern darüber sprechen, hieß es, wir haben das vereinbart, wir haben aber gesagt, nur wenn es nicht der kosovarischen Verfassung widerspricht. Und jetzt gibt es eben eine Entscheidung des Verfassungsgerichts, die sagt, in diesen Punkten widerspricht die Vereinbarung der Verfassung. Und insofern sagt Kosovo, können wir das nicht umsetzen. Ja, also das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass irgendwelche Dinge vereinbart wurden und dann konnte jede Seite nach Hause gehen und konnte ihrer eigenen Öffentlichkeit erklären, was sie glaubt, was vereinbart wurde. Und das hat eben nun nicht dazu geführt, hat nur zu gegenseitigen Vorwürfen geführt und nicht dazu, dass man wirklich sehr viel weitergekommen ist. Der Serbische Gemeindeverband, wenn man zum Beispiel über Subsidiarität spricht, wenn man darüber spricht, dass eingenommene Steuern in einer Region bleiben sollen, dass es gewisse kulturelle und sonstige Rechte geben soll und durchaus auch solche, die mit in Mehrheitsgemeinden durchaus von der ethnischen Mehrheit auch wahrgenommen werden, glaube ich, spricht aus unserer Sicht nichts dagegen. Und im Gegenteil kann das ein guter Weg sein, auch zu einem guten und gedeihlichen Zusammenleben zu kommen. Für uns wäre eine rote Linie dann überschritten, wenn es den kosovarischen Staat dysfunktional macht, wenn eben eine Entität entsteht, die plötzlich auch in außenpolitischen Angelegenheiten zum Beispiel oder in anderen gesamtstaatlichen Angelegenheiten ein Blockaderecht hat. Insofern halten wir nicht das Thema Serbischer Gemeindeverband an sich für eines, über das man gar nicht mehr sprechen darf. Nein, es wurde vereinbart. Hat auch eine kosovarische Delegation zugesagt, dass es das geben wird. Die Frage ist die Ausgestaltung. Und wie Sonja Biserko sagte, da muss man eben jetzt drüber sprechen, wie das ausgestaltet wird. Und macht sicher keinen Sinn, ob der Staat jetzt klein oder groß ist, am Ende etwas zu schaffen, was nicht mehr funktioniert. Yes, I agree. Ich stimme zu, das waren Verhandlungen, die nicht auf Prinzipien beruhten. Und deshalb ist es so, dass alles, worauf man sich geeinigt hat, nicht als grundlegend betrachtet wurde. Zuvor hat man sich auf die Brüsseler Vereinbarung geeinigt. Und eines der Prinzipien, auf das man sich geeinigt hat, war die territoriale Unabhängigkeit für die Serben im Kosovo im Rahmen dieser Community oder dieses serbischen Gemeindeverbandes. Die Frage ist nun, kann man hier eine andere Form der Governance finden im Kosovo innerhalb der Verfassung? Also natürlich kann man das in einem Verfassungsprozess hinzufügen und in einem unabhängigen, souveränen Kosovo kann das Parlament für die serbische Autonomie stimmen. Aber sie wird nicht in einem Verhandlungswege festgelegt werden können. Also die treibende Kraft dieser Prinzipien waren die Ethnien. Und deshalb kam es überhaupt zu dem Thema des Gebietstauschs. In den Vereinbarungen ist es so, dass der Leiter der Polizei von Mitrovica Nord und der Region ein Serbe sein muss. Das heißt, nicht, dass er die Mehrheitsgemeinden oder die ethnische Zusammensetzung repräsentiert, sondern es wird einfach gesagt, es muss ein Serbe sein. Was passiert jetzt, wenn jemand anders, ein Roma, ein ethnischer Türke, ein Kosovo-Albaner sagt, nein, also ich sollte da auch das Recht haben und er geht nach Brüssel zum Menschenrechtsgerichtshof, dann würde er vielleicht gewinnen. Einen Fall gewinnen. Es wurde auch gesagt, dass in Mitrovica das Regionalgericht mehrheitlich serbisch zusammengesetzt sein muss. Also wie kann es sein, dass die ethnische Zusammensetzung eines Gerichtes festgelegt wird? Wie kann jemand sagen, das müssen überwiegend Serben sein? Hier werden die Rechte der Serben viel stärker vertreten als Anrechte. Also der Richter oder die Richterin muss ja die Rechte unabhängig von der Ethnie vertreten.
was ist, wenn jemand anders der beste Richter oder die beste Richterin der Welt wäre, aber diesen Posten nicht bekommen kann, weil er oder sie eben nicht Serbe ist. Und das führt dann natürlich auch zu dem Endergebnis, wenn man damit durchkommt, warum sollte man dann nicht auch mit Gebietstauschen da durchkommen? Und ein schlechter Deal hat natürlich auch ein schlechtes Ergebnis. Es kann erstmal mal nicht umgesetzt werden und zweitens führt es dazu, dass weitere Vereinbarungen noch schlechter werden, weil sobald man schlechte Vereinbarungen hat, fängt man an, an der Fähigkeit zu zweifeln, mit der anderen Seite eine Vereinbarung eingehen zu können. Und nach einem anfänglichen positiven Prozess, wo eben die beiden Seiten zusammengekommen sind und tatsächlich über eine Vereinbarung nachgedacht haben. Herr Suroi hat es vorhin sehr gut gesagt, dass jetzt Versuchungen bzw. Bestrebungen stattfinden sollten, konstruktive Lösungen zu finden, um Verständigung mehr zu arbeiten. Andererseits, da frage ich Sie alle als Panelists, stelle ich mir die Frage, wie kommentieren Sie zum Beispiel die Äußerung von der Premierministerin Serbiens Ana Brnabic, die neulich über die Gespräche mit den Albanern sagte, die Albaner kommen aus dem Wald. Da frage ich mich, wie soll eine konstruktive Lösung und ein konstruktives Gespräch stattfinden, wenn seitens einer serbischen Politikerin solche Worte ausgedruckt werden. Ich meine, Frau Brnabic, wer sie kennt, weiß, sie ist eine Homosexuelle. Und gerade sie weiß es am besten, wie es ist, pathologisiert zu werden, stigmatisiert zu werden, gehasst zu werden in einem Land, das eine sehr negative Haltung Homosexuellen gegenüber hat, wie das Serbien zum Beispiel ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass das so stillschweigend hingenommen wurde. Und ich wundere mich eigentlich auch, dass die internationale Gemeinschaft auch darüber geschwiegen hat, also das so ziemlich unter dem Teppich gekehrt hat. Und also ich hoffe, das Auswärtige Amt hasst mich jetzt nicht, aber ich habe das Gefühl, dass das Auswärtige Amt bzw. die Regierung in Deutschland hat auch ein bisschen Auge zugedrückt über diese Äußerung. Dankeschön. Genau. Ja. Talleyrand hat gesagt, Diplomaten ärgern sich nicht, sie machen sich Notizen. Steht auf irgendeiner so einer Mappe, die ich habe. Das gibt mir die Gelegenheit zu sagen, natürlich ist unser Appell und ich habe auf diesen Satz sehr viele schöne Twitter-Fotos gesehen, wunderschöner, insbesondere kosovarischer Frauen, die sagen, ich komme aus dem Wald. Also insofern hat das zumindest in den sozialen Netzwerken sich selbst entlarvt und ehrlich gesagt entbehrt eigentlich. Also es braucht, glaube ich, keinen Kommentar, aber Sie haben vollkommen recht, dass nicht nur diese Aussage, sondern auch viele andere nicht so klingen, als hätte man wirklich die Absicht, Frieden zu schließen oder eine Aussöhnung zu suchen. Und diese Botschaft geben wir schon immer an beide Seiten, aber sie betrifft vielleicht ein bisschen mehr oder auch ein bisschen hörbarer tatsächlich die serbische, dass auch zu einem erfolgreichen Prozess, der das Ausgleichs und zu einem erfolgreichen Verhandlungsprozess auch gehört, dass man die Rhetorik runterfährt und auch der eigenen Bevölkerung und der anderen Bevölkerung durchaus zeigt, dass man den Willen hat, sich zu einigen. Ich weiß nicht, auf Englisch würde man Civility vielleicht dazu sagen, so hat das kürzlich ein amerikanischer Diplomat auch ausgedrückt. Es gehört eben dazu, dass man tatsächlich auch zeigt, man will die Aussöhnung und nicht Zeitungen, die man kontrolliert, jeden Tag den Krieg gegen die Albaner ausrufen lässt. Und also, um das einfach zu sagen auf Ihre Frage, diese Botschaft sagen wir schon, das machen wir schon recht deutlich beiden Seiten gegenüber. LGBT zu sein heißt ja nicht automatisch, dass man liberal ist. Unsere Ministerpräsidentin hat einfach die Rhetorik aufgenommen, die
einfach seit Jahrzehnten stattfindet. Und sie ist natürlich nicht die Einzige in der Regierung. Es gibt auch den Verteidigungsminister, Außenminister und so weiter. Also sie alle äußern sich tagtäglich gegen Albaner. Auch Präsident Vučić sendet die Botschaft aus an die Kosovo-Albaner, dass wir hängen nicht von euch ab, sondern ihr hängt von uns ab. Also das ist eine Art von Arroganz, die dieses Gefühl speist, dass wir in der Region überlegen sind und dass wir die wichtigsten sind, der wichtigste Faktor für die Stabilität oder die Stabilität und quasi alles von uns abhängt. Das heißt, das ist für mich jetzt nicht überraschend gewesen. Es ist allerdings ein bisschen überraschend, dass es eine Frau war, die das gesagt hat. Und natürlich ist das einfach auch Teil der Rhetorik, die wir täglich mitbekommen und hören. Well, there are two things. Nun, es gibt da zwei Aspekte. Zunächst einmal müssen wir einen Frieden erreichen, allerdings nicht unbedingt mit Freunden, sondern es sind Personen, die ganz andere Meinungen haben, die da zusammenkommen müssen, um einen Frieden zu erzielen. Viele Menschen hassen sicherlich Albaner, aber letztendlich muss man an einen Punkt kommen, wo hier eine Friedensvereinbarung mit dem Kosovo unterzeichnet wird. Und das Zweite ist, dass diese Aussage eigentlich viel weniger bedeutend ist als die Maßnahmen, die Serbien ergreift. Und ich möchte das nur kurz illustrieren. Es gibt 1.800 verschwundene, verschollene Menschen. In den vergangenen 20 Jahren ist es so, dass der serbische Staat nicht ausreichend oder zufriedenstellend damit umgegangen ist. Also hier wurde nicht die grundlegende Menschlichkeit gezeigt mit Blick auf die verschwundenen, vermissten Menschen. Die sind einfach viel wichtiger als das, was Brnabić gesagt hat über die Wälder, über was auch immer. Und ich denke, dass ein gewisser Grad von gegenseitigem, ja nicht nur Respekt, sondern auch das Teilen des gemeinsamen Respekts für die Menschlichkeit. Also das ist etwas, worauf sich beide Seiten von Anfang an einigen müssen, egal worüber man spricht. Wir müssen zunächst einmal auch über die vermissten Menschen sprechen. Das muss wirklich oberste Priorität haben. Vermisste findet man in allen Ethnien. Es gibt vermisste Roma, Türken, Muslime, Serben, Albaner. Und das sind Mitglieder von Familien, in denen der Krieg einfach noch in ihrem Leben präsent ist. Ich habe das ja schon mehrfach gesagt und möchte das auch hier ansprechen. Es gibt eine Frau, die ihren Mann verloren hat und ihre beiden vier Söhne im Krieg. Im Mai 99 ist es so, dass ihr Mann und ihre Söhne von zu Hause weggeholt wurden und sie wurden exekutiert. Sie konnte nur zwei der Körper finden. Sie wartet noch auf die anderen drei. Jeden Abend deckt sie den Tisch für das Abendbrot und sie wartet auf ihre Kinder. Also sie deckt den Tisch für allen. Das ist wirklich der Krieg, der weiter im Kopf läuft. Auch in serbischen Familien. Ein Mädchen beispielsweise, die am Ende des Krieges, drei Tage nachdem der Krieg zu Ende war, war sie bei ihrer Mutter. Die Mutter und die Tochter wurden getötet. Das ist ein Krieg, der in der gesamten Gemeinde weiterläuft, nicht nur in diesen Familien, in den ganzen Gemeinden. Und das ist eine Frage, mit der wir uns befassen müssen. Wir müssen einfach viel tiefer gehen als die Dinge an der Oberfläche, die Brnabić oder andere ansprechen. Und natürlich sagen nicht alle Leute immer intelligente Dinge jeden Tag, aber das sollte uns nicht beeinflussen. Wir müssen die wirklichen Themen ansprechen und das wirkliche Thema in unseren Gesellschaften ist, dass der Krieg noch nicht zu Ende ist. Ja, mein Name ist Axel Hoffmann. Ich habe eine Frage, die eigentlich keine richtige Frage ist. Ich höre hier, was alles sehr konkret verhandelt wird, was versucht wird. Ich versuche es mit einem unpassenden Vergleich. Ich kann mich gut daran erinnern, in den 60er Jahren, wie in unserem Land die Narrative festgezurrt waren und wie lange es gedauert hat, bis unsere Gesellschaft
deutsche Gesellschaft, aber auch die Gesellschaften in Mittelosteuropa sich bewegen konnten. Es hat länger gedauert als 20 Jahre. Das Jahr 1965 war vielleicht bei uns der Anfang. Ich will damit eigentlich nur die Frage stellen, ob es nicht möglich wäre, dass die Gesellschaften einfach mehr Zeit, mehr Raum brauchen, um sich zu entwickeln, um auch anders miteinander reden zu können. Well, I agree with your statement. Nun, ich stimme Ihnen zu. Ich habe viel über Deutschland gelesen und auch andere Länder, wie sie ihre Vergangenheit überwinden, auch auf anderen Kontinenten. Und das ist wirklich ein transgenerationaler Prozess. Aber wir müssen natürlich irgendwo anfangen. Das Problem ist, dass wir einen Krieg haben, der noch nicht beendet ist. Und deshalb haben wir auch die Probleme, über die Witton gesprochen hat. Also irgendwann muss man hier wirklich ein Ende setzen und einen Prozess beginnen, von dem Sie ja gesprochen haben. Das heißt, in Serbien kennen wir überhaupt nichts an. Der Krieg in Kroatien war ein Rache, andere Kriege waren Befreiungskriege, der Krieg im Kosovo war ein Krieg gegen Terrorismus. Das sind also die Interpretationen, mit denen wir umgehen müssen. Wir in Serbien waren ja nie im Krieg. Wir sind von feindlichen Ländern umgeben, vom feindlichen Westen. Und da gibt es eine umfangreiche Theorie, die entwickelt wurde als Entschuldigung dafür, dass man der Realität nicht ins Auge sehen muss. Und leider ist es so, dass die gegenwärtige politische Elite Teil des Milosevic-Apparats ist, die eben den Krieg in Jugoslawien geführt hat. Und sie haben ihre Meinung nicht geändert. Ganz im Gegenteil, sie machen rhetorisch mit der gleichen Aggression gegen die Region weiter. Und das ist das Problem. Also ich erwarte auch nicht, dass es einen Versöhnungsprozess geben kann. Das ist ja erst die letzte Phase eines langen Prozesses. Aber natürlich muss man an einem Punkt erst einmal anfangen, aber an dem Punkt sind wir gerade nicht. Es gibt zwei wichtige Unterschiede oder eigentlich viele Unterschiede, aber zwei, die ich hervorheben möchte. Der erste ist, dass unabhängig davon, was in den Gesellschaften passiert und welche Entwicklung, ist es so, dass die Eliten eine gewisse Verantwortung haben. Die politischen Eliten in Deutschland, in Frankreich, in Italien haben nach dem Krieg die Verantwortung übernommen, die Gesellschaften anzuführen und sie aus dem Hass herauszuführen. Und das sind nicht nur die politischen Gesellschaften, es gab ja auch eine umfassende, großartige intellektuelle Debatte in diesem Land. Und die hat dazu geführt, dass das Land aus dieser Paranoia, dem Hass und der Diktatur herauskommen konnte. Und das Zweite ist, es muss auch einen Rahmen geben für eine stärkere Partei, die hilft, die unterstützt, die diese Eliten fördert. Und die Vereinigten Staaten haben das damals mit dem Marshallplan gemacht. Sie haben den Rahmen geschaffen, sodass die führenden Politiker in Frankreich, Deutschland, Italien und so weiter wirklich weitermachen konnten bzw. neu anfangen konnten und über das hinausgehen konnten, was sie vielleicht sogar erwartet haben. Wenn man das vergleicht, 20 Jahre nach dem Krieg, die römischen Verträge, also 20 Jahre nach unserem Krieg, hatten wir gar nichts, geschweige denn eine Vereinbarung oder ein Abkommen. Also die Geschwindigkeit oder dieser Rhythmus, den wir jetzt haben in unserer Suche nach dem Frieden, wenn wir das auf die EU und auf Frankreich, Deutschland, Italien anlegen würden, dann hätten sie 1965 entschieden, dass sie andere Nummernschilder haben, dass quasi die französischen Nummernschilder in Berlin akzeptiert werden und umgekehrt. Aber das ist das, was wir entschieden haben. Also wir hatten eine historische Vereinbarung zwischen Kosovo und Serbien, dass wir die Nummernschilder auf der anderen Seite der Grenze akzeptieren, aber dass wir da einen Aufkleber auf das staatliche Symbol machen.
Guten Abend, Farida Suka ist mein Name. Ich bin Sozialwissenschaftlerin und habe mein Studium der Sozialwissenschaft 1990, also ein paar Wochen nach dem Kriegsende, dann wiederum auch angefangen. Und da gab es sofort auch schon Seminare zu dem Thema. Und wir sind ehrlich gesagt relativ schnell auch unter anderem zu dem Ergebnis gekommen, zu der Analyse, dass unter anderem ja auch die Schwäche der Zivilgesellschaft auch viel dazu beigetragen hat, dass es überhaupt dazu kommen konnte, dass es zu diesen Auseinandern auch ethnisch auseinander kommen konnte. Das heißt, dass dort eher enge Beziehungen, also die engen Familienbeziehungen stark waren, aber eben das, was Zivilgesellschaft ausmacht, also die Stärke der schwachen Beziehungen, eben nicht da war. Und jetzt komme ich auch zu meiner Frage, 20 Jahre später. Wir wussten ja damals schon und noch früher, dass eben die Zivilgesellschaft eine starke Rolle, eine wichtige Rolle hat im Prozess der Demokratisierung. Und das Wissen, frage ich, hat man vielleicht nicht genug in dieser Hinsicht getan, was man sozusagen von außen tun kann, auch im Ausland ausgesehen, vielleicht aber die Regierung dort, dass man die Zivilgesellschaft hätte noch mehr stärken müssen, wissend eben von ihrer Rolle, die sie spielt, um nachhaltig Konflikte zu lösen, um eben gegen diese, dass es immer wieder aufpoppt, so ethnische Konflikte. Also hat man da nicht genug getan? Ist da vielleicht, kann ich mir Hoffnung machen, dass man, wenn man die Zivilgesellschaft noch mehr stärkt, ist da noch Potenzial für eine nachhaltige Lösung in dieser Region, neben der Frage der ökonomischen, also neben der ökonomischen Frage, die natürlich auch eine zentrale Rolle spielt, also Zivilgesellschaft noch weiter stärken und vielleicht sich kritisch fragen, hat man da genug getan, hat man genug in diesem Bereich investiert? Let us connect a few questions. Ja, Walter Kaufmann, Böll-Stiftung. Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung. Die Verhältnis von Demokratisierung und Konfliktlösung haben wir heute auch tagsüber schon diskutiert. Die EU hat ja in den Verhandlungen mit Serbien, in den Beitrittsverhandlungen, drei Kapitel eröffnet, 23 und 24, wo es um innere Reform geht, Justiz, Demokratie, Fragen und das zusätzliche Kapitel 35, wo man eben Druck ausüben will auf die Normalisierung mit dem Kosovo. Oft entsteht der Eindruck, dass die serbische Seite das Kapitel 35 eher nutzt, um Druck auf die EU auszuüben, dass dieser ganze Prozess in einer gewissen Weise zur Geisel geworden ist, des Normalisierungsprozesses zwischen Serbien und Kosovo und deswegen in den Bereichen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit nicht wirklich etwas vorankommt. Können Sie sich vorstellen, Frau Stöhr, dass unter deutscher EU-Präsidentschaft im nächsten Jahr gesagt wird, na gut, wenn ihr zu 35, also Aussöhnung, Normalisierung mit Kosovo, keine guten Vorschläge habt und nicht weiterkommen wollt, dann konzentrieren wir uns jetzt erstmal zwei Jahre lang auf die Kapitel, die die innere Entwicklung Demokratie, Rechtsstaatlichkeit in Serbien betreffen. Und Ähnliches natürlich auch im Blick auf den Kosovo. My name is Jula Celiku. I come from North Macedonia. My name is Jula Celiku. Ich komme aus Nordmazedonien, aus Albanien. Und meine Frage ist, also ich denke, die Europäische Union sieht unsere Probleme nicht wirklich ernsthaft. Also ich fühle mich in meinem Land diskriminiert. Und die Serben haben Kosovo schlimme Dinge angetan und sie wollten dann auch, dass es einen Gebietstausch gibt mit, und Mogherini hat eine schlechte Politik gemacht, also am Ende hätte Kosovo gar nichts gehabt und am Ende, warum müssen wir warten, um unsere Probleme zu lösen? Also wir sind ja schließlich Teil Europas. Also die Europäische Union muss hier ernsthafter sein und muss ein fairer Spieler sein, ein fairer Akteur sein. I guess I would add a round of answers. Do you want to answer first? Does that immediate? Okay. Nur ganz kurz, ich finde,
Ich bin Hartmut Topf, ich habe das auch lange beobachten können. Ich finde, dass in all diesen Dingen ein ungeheurer ideologischer Druck weiter besteht und auch gepflegt wird von allen Seiten. Und wenn die historischen Erfahrungen da sind, eines Gebietstausches, der von außen mit Gewalt durchgesetzt wurde, zwischen den Griechen und den Türken in den 20er Jahren, lange her, oder eine Trennung, eine ethnische Trennung in der Tat zwischen Deutschen und Tschechen, Deutschen und Polen, die aber dann möglich gemacht hat, dass man mit Verständnis und Versöhnung aufeinander zugegangen ist. Das hat lange gedauert. Also ich glaube, die Frage der politischen Bildung, der Aufarbeitung der eigenen Geschichte, die Frage, welche Rolle spielt zum Beispiel ein Dobrica Ćosić oder wie nicht funktional ist ein Staat wie Bosnien-Herzegowina mit einer Republika Srpska, die dauernd eigene Wünsche hat und Druck macht. Diese Erfahrung müssten die europäischen Nachbarn doch lernen und einen von mir aus ideologischen oder pädagogischen Marshallplan auf die Reihe bringen. Nicht nur einen ökonomischen, nicht nur Autobahnen oder noch mehr Fabriken, sondern in der Tat auch ein Bildungsprogramm. Und ich finde diese Generation 99 ein wunderschönes Projekt. Und wir haben nach dem Krieg in Mitteleuropa sowas ja auch gehabt, wo junge Leute aus allen Ländern zusammenkamen und nicht nur zu diskutieren und zu tanzen, sondern richtig zu arbeiten. Die internationalen Workcamps, die es damals überall gab, waren eine so fantastische Arbeit. Und da war man wirklich aus allen Ländern zusammen. Da sagte man, red nicht mit Kees, der hasst die Deutschen. Ja, mit Kees musste man reden und es ging. Oder man hatte Polen dabei oder Finnen. Diese Modelle sollte man wirklich noch mal genau ansehen und auch fördern, intensiv fördern. Zivilgesellschaft natürlich ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube schon, dass es viele Unterstützungsmaßnahmen, viele Bemühungen gab und gibt, die Zivilgesellschaft zu fördern. Letztendlich kann man nur versuchen, die bestmöglichen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Aber es muss dann schon natürlich auch in den Ländern das Bewusstsein wachsen, dass man sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern muss. Wir haben eine Reihe von Projekten, die wir gefördert haben, wo es noch nicht mal um politische Fragen oder direkt um Aussöhnung geht, sondern wo man gemeinsame Probleme diskutiert, wie Probleme, die man auf kommunaler Ebene hat, Umweltfragen, das sage ich jetzt nicht, weil wir bei der Böll-Stiftung sind, sondern weil die Umwelt eben etwas ist, die jeden bewegt und wo es gemeinsame Interessen gibt, die überhaupt keine Frage danach stellen, ob welcher ethnischen Zugehörigkeit jemand ist. Also ich stimme Ihnen zu und sicher kann man auch mehr tun. Trotzdem, glaube ich, sind dem Grenzen gesetzt, was man von außen einpflanzen kann. Insbesondere, das gibt mir jetzt die Gelegenheit, ein anderes Problem doch auch noch mal zu erwähnen, das uns ganz große Sorgen macht, ist eben nicht nur, dass die Eliten durchaus ihren eigenen Machterhalt im Sinn haben. Das hat, glaube ich, jeder Politiker. Das ist auch vollkommen legitim. Die Frage ist dann, welche Checks und Balances gibt es, um zu verhindern, dass man das auf nicht rechtsstaatliche Weise tut. Es geht ja noch weiter. In der gesamten Region ist eben nicht von ungefähr das Thema organisiertes Verbrechen und das, was die EU-Kommission State Capture genannt hat, eben die Verflechtungen zwischen Politik und organisiertem Verbrechen ein Thema. Und das trifft, wie gesagt, auf die gesamte Region zu. Es trifft vielleicht in ganz besonderem Maße auf den Norden Kosovos zu. Und das führt dann natürlich dazu, dass andere Prozesse, die langsam wachsen müssen, und da bin ich natürlich vollkommen einverstanden, das geht nicht von heute auf morgen und kann auch nicht oktroyiert werden, aber dass diese Prozesse dann noch einmal zusätzlich behindert werden, weil es Menschen gibt, die für ihren eigenen Macht- und Gelderhalt, sozusagen vielleicht auch für den Erhalt ihrer Freiheit, kein Interesse haben, dass nicht nur, dass es eine Zivilgesellschaft gibt, die demokratische Rechte einfordert, sondern auch wenig Interesse an Konfliktlösung hat, weil man mit dem Konflikt natürlich sehr gut auch manipulieren kann. Das ist jetzt keine Antwort auf das Problem, aber ich gebe Ihnen recht, dass das wichtig ist. Kapitel 24 zu 35, also wir wehren uns ganz deutlich dagegen, das gegeneinander auszuspielen, was natürlich versucht wird.
Da gebe ich Ihnen recht. Natürlich heißt es dann immer, ja, eigentlich geht es der EU nur um 35 und 23, 24, also die Demokratie- und Rechtsstaatskapitel sind nicht so wichtig. Das hört man insbesondere von Vertretern der serbischen Regierung auch. Ich glaube, wenn man den letzten Länderbericht der EU-Kommission liest, dann findet man da sehr viel ganz konkrete Dinge, die sich beziehen auf den Zustand von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und wir sagen immer, dass das eine wie das andere erfüllt werden muss und Fortschritte im gesamten Beitrittsprozess vom einen wie vom anderen abhängen. Aber ich gebe Ihnen recht, das ist offenbar, das hören wir manchmal von serbischen Kolleginnen und Kollegen, denen auch etwas am Fortschritt und an der Transformation ihres Landes liegt. Es ist einfacher zu kommen und über Kosovo zu reden, wenn man eine Bundestagsdelegation oder eine sonstige Delegation ist, als sich in die schwierigen Details einer Justizreform, der Medienstrategie oder anderer Dinge einzudenken. Und deswegen ist es wahrscheinlich tatsächlich so, dass der Eindruck entsteht, als würde das die Politiker hier mehr interessieren. Und in Bezug auf die Zivilgesellschaft, denke ich, ist das sehr wichtig. Kosovo hat eine lange Tradition in puncto Zivilgesellschaft und das ist natürlich jetzt insbesondere wichtig, denn in so einem Captured State sind, wenn die Gewaltenteilung dysfunktional ist, wird das Narrativ hauptsächlich von der Zivilgesellschaft geformt, die eben nicht an der Macht beteiligt ist. Seit über einem Jahr ist es ja so, dass die Kosovo Foundation for Open Society ein Projekt leitet über die Verhandlungen und versucht hier einen Konsens zwischen den Parteien herzustellen. Und sind bis zu einem gewissen Grad erfolgreich. Kommende Woche wird Vodo Bever von der BBC das Projekt erörtern, das er seit längerem mit serbischen Nichtregierungsorganisationen im Kosovo durchführt. Und es gibt hier einen intelligenten Dialog innerhalb der Zivilgesellschaft, denn die serbische Partei steht unter der Fuchtel von Belgrad und sie unterstützen nur die Serben im Kosovo, aber die serbische Zivilgesellschaft äußert nun laut ihre Interessen und wie sie sich die Zukunft vorstellen. Das heißt, ich denke, das ist wirklich extrem wichtig, das Ganze weiter in diese Richtung zu unterstützen. Also ich stimme zu, dass die Zivilgesellschaft wahrscheinlich der einzige Weg ist, die Regierungen dazu zu bringen, dass sie Gesetze einhalten und Kriterien festlegen. Aber ich denke, dass es auch noch wichtiger ist, das Bildungssystem zu reformieren. Und das ist leider nicht im Fokus der EU und anderer. Aber genau da würde ich anfangen. Ich würde hier bestimmte Werte einführen, mit denen dann die jungen Menschen aufwachsen und natürlich auch die Rechenschaftspflicht sicherstellen. Und Serbien lehnt ja jede Verantwortung ab dafür, was in den Kriegen passiert ist. Und die Art und Weise, wie Kriegsverbrecher behandelt werden, die wieder zurück nach Hause kommen, zeigt einfach nur, was für ein tiefgehendes moralisches Problem wir haben. Das heißt, ich würde diese zwei Dinge als wichtigste nennen. Einmal die moralische Zerstörung und auch die Rechenschaftspflicht. Und wenn das nicht richtig angegangen wird, sehen wir, also es gibt ja viele Initiativen, die sich mit der Vergangenheit befassen, aber, und das auch hauptsächlich in Serbien, dann haben wir einfach keinen Ausgangspunkt, wenn wir das nicht machen. Wir versuchen oder geben vor, dass wir eine rechtliche Grundlage haben, aber letztendlich haben wir die nicht. Und wir müssen einfach damit umgehen. Und ich würde sagen, das Kapitel 35 ist hier wirklich der Schlüssel für die Demokratisierung, sowohl in Serbien als auch in Kosovo. Das kann also aus den Verhandlungen nicht ausgeschlossen werden. Ich denke, das sollte zuerst behandelt werden und dann kann man mit den anderen Kapiteln weitermachen. Aber zumindest sollte das parallel geschehen. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum Belgrad
diese Diskussionen ablehnt über Kapitel 35, weil sie einfach hoffen, dass sich die Dinge vielleicht verändern, so wie ich das vorher schon aufgezeigt habe. Also nicht nur im Kosovo, sondern auch in Bosnien und in Montenegro. Das ist also ein viel tiefer gehendes Problem. Serbien ist besiegt, aber nicht wirklich besiegt, also nicht moralisch besiegt. Und da gibt es auch noch Bosnien. Und der Hauptfehler wurde im Daytona-Abkommen mit Bosnien gemacht, weil dort ethnische Prinzipien festgelegt wurden. Das heißt, jeder bezieht sich jetzt auf diese Vereinbarung und das ist einfach falsch. Und leider wird das auch bereits in vielen anderen Orten umgesetzt und das führt einfach dazu, dass dieser Fehler immer wieder wiederholt wird, der 95 gemacht wurde. Also meine Frage wurde teilweise schon beantwortet, aber ich denke, das ist auch eher eine Frage, die eventuell auch aus einer Wissenslücke entsteht. Mich würde interessieren, inwiefern es geopolitische Interessen gibt aus der Region, die in den Konflikt mitwirken. Sie hatten vorhin schon die Rolle Russlands angeschnitten. Wir sehen zum Beispiel auch im Nahen Osten, inwiefern geopolitische oder rein kulturelle Interessen Konflikt fördern oder friedenshindernd wirken können. Gäbe es da eventuell auch eine multilaterale, regionale Lösung oder nur eine bilaterale Lösung? Mein Name ist Behrens. Ich arbeite fast 20 Jahre ehrenamtlich in dem EU-Programm Neuaufbau, akademischer Neuaufbau in Südosteuropa, in verschiedenen Ländern des Westbalkans. Wahrscheinlich sind wir uns alle einig, dass diese Gebietstauschfrage eher eine Ablenkung war, eine Show. So. Und dass die Frage, die der Walter Kaufmann zum Beispiel gestellt hat, die grundlegende Frage ist, auf die sind wir aber jetzt kaum eingegangen, nämlich die Frage, wie diese Länder zur EU stehen, also wie dieser Prozess, der EU-Prozess läuft. Wir sind eben schon mal kurz darauf eingegangen, als es um die Bildung von Rechtsstaatlichkeit ging, aber das ist unterbelichtet in unserer Diskussion hier. Zweitens ist, denke ich, unterbelichtet, wenn man immer vom Marshallplan redet, dass die KFOR ungefähr so viel kostet wie ein Marshallplan. Die KFOR ist aber kein Marshallplan. Und deswegen wäre eine Antwort wichtig, wie man sich ein Zurückfahren der KFOR vorstellt auf dem Podium. Dankeschön, Tobias Flessenkämper. Ich leite das Büro des Europarats in Belgrad und ich komme ein bisschen zurück in der Frage und eigentlich mehr ein Kommentar, weil Sonja und Veton und auch Frau Stöhr darüber gesprochen haben, was man im Bereich Bildung, Geschichtsbildung und überhaupt Bildungsreform machen kann. Und ich glaube, da möchte ich doch nochmal die Lanze brechen für den Europarat. Der Europarat ist ja die Ergänzung des Marshallplans gewesen, 1947 der Marshallplan und dann gleichzeitig 1949, also genau vor 70 Jahren der Europarat. Und da haben wir leider gesehen, dass genau diese Bereiche im Moment sehr leiden im Europarat. Also das ganze Thema Geschichtsbildung, Holocaustbildung. Und das ist ja Regierungszusammenarbeit. Wie reden wir über Geschichte? Wie reden wir über Shoah, über Holocaust? Aber wie reden wir auch über Bildungsreform, demokratische Standards? Das ist leider der Bereich, der sehr gelitten hat, wo ich dafür plädiere, dass wir uns da nochmal genauer angucken, was man da machen kann. Denn dort sind alle Mitglied oder haben zumindest die Europäische Kulturkonvention unterschrieben. Und dort gibt es Kompetenz. Die haben wir ja in der Europäischen Union nicht für Bildung, Geschichte und diese Dinge. Da ist ja nur eine begleitende Rolle für die Europäische Gemeinschaft da oder die Europäische Union. Aber hier können Länder miteinander reden und das auch verhandeln, was vielleicht in solchen Geschichtsbüchern stehen soll. Und das bietet sich aber dann an, zusammen mit der EU zu tun. Und da möchte ich noch eine Lanze brechen für die Europäische Kommission und ihre Strategie letztes Jahr, die sogenannte Flagship-Projekte gemacht hat. Und das Flagship-Projekt 6 ist genau dieses Kapitel
Aufarbeitung der Geschichte, Jugendbegegnung und überhaupt zu überlegen, wie man mit in die Zukunft gedacht mit diesen Dingen umgehen kann. Und hier ist jetzt anscheinend etwas Bewegung drin und für alle, die sich mit solchen Themen befassen, bitte ich auch dann zu schauen, wann es da was zu tun ist und wie man da mithelfen kann. Denn es ist eine gemeinsame Anstrengung und vielleicht eine letzte Bemerkung dazu, in die wir uns ja mit reindenken müssen. Wir sind ja hier in der Böll-Stiftung, die Grünen haben ja besonders großes Problem gehabt, auch mit dem Kosovo-Krieg damals. Diese 20 Jahre, die vergangen sind, sind ja auch eine gemeinsame Geschichte. Eine gemeinsame Geschichte des Hilfe des Wiederaufbaus, gemeinsame Geschichte der europäischen Integration. Und da müssen sich sicherlich Deutsche, Franzosen und andere EU-Europäer vielleicht auch nochmal gemeinsam mit den Menschen in Südosteuropa darüber unterhalten, was gut und was nicht so gut gelaufen ist. Ich würde noch gerne etwas hinzufügen zu dem, was Sie gesagt haben. Ich möchte nur sagen, dass es fortlaufende Projekte in der Region gibt, die sich mit der Geschichte befassen. Kürzlich gab es in Zagreb und anderen Städten ein Geschichtsfest in Sarajevo. Da kamen viele Menschen aus der Region zusammen. Doch wir als Ausschuss haben ein Projekt zur Geschichte Jugoslawiens. Das wird vom deutschen Ministerium finanziert. Und ich denke, dass unser Projekt ungefähr 50 Historiker aus der gesamten Region zusammengebracht hat. Also ich denke, dass es gegenwärtig genug Leute gibt, die sich damit objektiv befassen können. Aber es braucht eben auch noch Zeit, bis die jüngere Generation von Historikern, 30er, also in ihren 30ern oder 40ern, sich auch in diese Analysen, an diesen Analysen und dieser Forschung beteiligen. Ich bin optimistisch, aber das braucht einfach noch etwas Zeit. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir diese Projekte unterstützen, weil sie eben nicht von den Staaten, wo diese Projekte eben herrühren, unterstützt werden. Der Europarat hat Projekte über die Geschichte des gesamten Balkans durchgeführt. Und dadurch haben wir auch Bücher für Lehrer, für den Schulunterricht, aber sie werden in der Region einfach nicht genutzt. Das heißt, es gibt viele Anstrengungen, die unternommen werden, aber leider ist es nicht so, dass sie schon allgemein umgesetzt werden, auch in der Bildung. Ich bin optimistisch, aber es müssen noch viele Dinge geklärt werden, bevor sie dann wirklich auch allgemein Anwendung finden. Auch im Unterricht, genau. Zur Frage unserer Beziehungen zur EU. Da sind das eigentlich zwei traurige Liebesgeschichten. Die Kosovaren lieben eigentlich die EU, aber die EU lieben die Kosovaren nicht. Es gibt 5 Länder, die Kosovo nicht anerkannt haben. Das heißt, es ist noch keine wirkliche Liebesgeschichte. Und andersherum ist es auch so, dass die EU Serbien viel Liebe anbietet, aber es gibt immer weniger Menschen in Serbien, die die EU zurücklieben. Das heißt, das ist ein Paradox in diesen Liebesbeziehungen, die in der Zukunft gelöst werden müssen. Ich möchte aber jetzt noch etwas ernster werden. Die Frage ist aller Wahrscheinlichkeit nach, oder es ist so, dass die EU nicht so transformativ für alle diese Länder ist in der Zukunft. Wenn das in der Zukunft so ist, dann wird das den Druck auf unsere Gesellschaften noch erhöhen, Prozesse zu entwickeln, nicht nur Versöhnungsprozesse, sondern auch Prozesse für die Kommunikation, die zufriedenstellender sind und die ein bisschen das widerspiegeln, was die EU tun könnte. Das wäre wirklich ein Riesenprojekt, aber wenn das von unseren Gesellschaften initiiert werden würde, dann bräuchten wir hier wirklich auch umfangreiche Unterstützung von der EU. Und zu Ihrer Frage der Erinnerung. Also es gibt viel, was gemacht wird in unserem Land. Und ein Konzept, was auch hier in Deutschland entstanden ist, ist die transformative Erinnerung, das transformative Gedenken. Und das ist etwas, was wirklich sehr wichtig für unsere Gesellschaft ist. Wie kommt man zu einem gemeinsamen transformativen Gedenken des Konfliktes? Das Problem ist, dass der Konflikt noch nicht abgeschlossen ist. Also wie kann man dann wirklich das Gedenken mit einbinden, wenn es eben noch nicht Gedenken ist, sondern noch Realität ist? Und das ist eben das große Fragezeichen für unsere Gesellschaften. Was sehr wichtig ist für die Versöhnung ist, und das
ich denke, die deutsche Unterstützung und die Initiativen und auch Teil des Berlin-Prozesses sind wirklich zu einem Maßstab geworden. Was wir hier machen müssen, ist jetzt das Ganze zu nutzen, und Versöhnung bedeutet eben auch eine gemeinsame transformative Erinnerung. Dann nehme ich die Geopolitik-Frage. Ich glaube, dass das größte strategische, geostrategische Interesse an einer Integration des westlichen Balkans in die EU hat die EU. Und insofern, es gibt das, finde ich, nicht so schöne, aber vielleicht doch treffende Bild des Soft Underbelly, des weichen Unterleibs der EU, den der Balkan darstellt. Wir bezeichnen es gerne als den Innenhof, weil es sicher nicht der Hinterhof, sondern, wenn Sie sich die Geografie angucken, der Innenhof der Europäischen Union ist. Also wir haben ein ganz klares strategisches, sicherheitspolitisches und auch, was unsere interne Sicherheit angeht, Interesse, die Länder des westlichen Balkans zu integrieren. Und das ist die Ratio hinter der EU-Politik. Ich glaube nicht, dass der westliche Balkan jetzt der Ort des großen Spiels, des Grand Game ist, wo wieder die Interessen der Großmächte aufeinandertreffen. Andererseits haben andere möglicherweise gar nicht so hohe Ansprüche wie wir. Wir wollen ja eine komplette Transformation, und natürlich ist das der eigentliche Kern. Und irgendwie ist das verschleppt, eine verschleppte Transformation, und man muss eben jetzt sehen, wie man sie in Gang bringt. Und da bietet die Strategie der Kommission einige Ansatzpunkte. Sie müssen nur auch nochmal angewendet werden und nicht nur auf Papier vom letzten Jahr stehen bleiben. Anderen genügt es vielleicht, diese Kreise zu stören, oder die verfolgen singuläre Interessen, vielleicht religiöse, vielleicht wirtschaftliche. China, die arabischen Staaten, das liegt ja auf der Hand. Es ist aber nicht so, dass die EU hier einen großen Gegenspieler hat. Das Problem ist eigentlich eher, das jetzt aus der Sicht des Auswärtigen Amtes gesagt, dass man vielleicht die geopolitische Bedeutung und die sicherheitspolitische Bedeutung, die die Region für uns hat, nicht ausreichend erkennt und insofern manche Politikentscheidungen vielleicht etwas kleinmütig letztendlich ausfallen, wenn es um die Umsetzung von Versprechen geht. Eine Frage, ja. Ich komme mit einem alten Thema, nerve nochmal mit diesem Thema. Visafreiheit. Es muss einfach nochmal auf den Tisch. Ich kenne die eigentlichen Argumente der Politik, ich kenne die Schwierigkeiten der Politiker, vielleicht eher hier in Deutschland oder woanders, den eigenen Bürgern zu erklären, warum doch dieses Land eine Visafreiheit und eine echte Integrationsangebote, und zwar sofort in die EU, kriegen soll und man nicht so lange warten sollte. Aber trotzdem, ich bin der Meinung, wir haben ja über die Jugend hier heute auch Beiträge gesehen. Vor 20 Jahren hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so lange dauert, als ich selber 19 war und hier das Glück hatte, in Deutschland inzwischen schon 7 Jahre da zu sein, dass meine Mitschüler 20 Jahre später, also auch nach dem Krieg, 20 Jahre später immer noch nicht die Möglichkeit haben würden, nicht mal die Visafreiheit bekommen würden. Also es steckt, und das, glaube ich, kann jeder Menschenverstand nachvollziehen, es steckt auch viel Potenzial zur Lösung des Problems, auch in dieser Integration, also sozusagen nicht nur der Visafreiheit, sondern einer schnelleren Integrationsangebote, wirklich Integrationsangebote dieser Länder und vor allem auch des Kosovo. Und wir verhalten, finde ich, uns viel zu zurückhaltend, viel zu sehr auf Sicherheit bedacht und plus die Kriminellen da lassen, wo sie sind. Und ich fühle mich, ich habe jetzt kein Detailwissen, ich habe mein Hausarbeiten zum Thema geschrieben, sonst habe ich einfach eher privates Interesse zum Thema. Trotzdem denke ich, dass wir einfach die Jugend nicht, so wie wir es jetzt gewissermaßen machen, in Geiselhaft nehmen sollten für die durchaus vielen Kriminellen, die es dort auch gibt, ja, und die Korruption, die dort
da ist, die sehr offen da ist. In anderen Ländern ist sie weniger offen oder subtiler, das passiert viel. Dort ist sie sehr offen verbreitet, aber wir kennen ja auch die Geschichte. Wir haben ja auch einiges dazu gehört. Wir haben ja, also ich brauche nicht weiter dazu zu sagen, hier sitzen viel mehr Fachleute als ich hier. Aber es gibt Potenzial da und wir verhalten uns zu sehr zurückhaltend, was die Integrationsangebote angeht. Offener müssen wir werden, finde ich. Vielen Dank für diesen Einwurf. Das war mir jetzt eigentlich ganz wichtig. Insofern bin ich ganz glücklich, dass wir diesen, ja, eine Frage war das nicht, das war ein Statement, würde ich mal sagen. Für die, die es nicht wissen, die Kosovaren haben tatsächlich noch keine Visafreiheit innerhalb Europas. Serbien ja, die anderen Teile Ex-Jugoslawiens auch. Kosovo als einziges Gebiet innerhalb der Europäischen Union, nicht der Europäischen Union, mit einem Überschuss an junger Bevölkerung, mit extrem vieler junger Bevölkerung, genau die dürfen nun nicht reisen und im Ausland arbeiten. Frau Stöhr, ich glaube, die einzige Person auf dieser Bühne, die dazu vielleicht noch was sagen könnte, sind Sie. Auf der anderen Seite darf man Sie ja auch nicht für alles verantwortlich machen und das Auswärtige Amt entscheidet auch nicht über... So ist es. Also ich kann natürlich zustimmen. Ich finde persönlich, dass es noch absurder wird, wenn der Gesundheitsminister ein existierendes Problem in Deutschland, nämlich den Pflegenotstand, insbesondere mit kosovarischen und albanischen Pflegekräften lösen will. Ich finde, man muss schon zugutehalten und wir sind auch tatsächlich in engem Kontakt mit dem Gesundheitsministerium. Sie schauen zumindest auf die Länder, die einen Überschuss an, oder nicht einen Überschuss hat man nie, entschuldigen, die eine positive demografische Entwicklung noch haben und eben viele junge Menschen haben, die durchaus auch arbeitslos sind und vielleicht sozusagen, wo man dem Land nicht zu großen Schaden zufügt. Gleichzeitig ist es ja absurd, wenn wir sagen, 1,8 Millionen Kosovaren können nicht frei reisen und gleichzeitig denken wir uns aber ganz viele Programme aus, wie wir eben möglichst viele zu uns holen können, um uns und unsere Alten und Kranken zu pflegen. Also ich sozusagen stimme dem zu. Andererseits, für mich wäre es das Geheimnis, wie bringt man denn eine Bevölkerung dazu, auch mal die Politiker, und zwar nicht nur unsere Politiker, sondern auch mal die eigenen Politiker, dafür verantwortlich zu machen, dass es nicht geklappt hat, dass offenbar ein Zug abgefahren ist und als man hätte aufspringen können, ist man nicht, oder als man hätte zusteigen können, ist man nicht zugestiegen und jetzt ist der Zug eben sozusagen schwer noch zu bekommen. Ja? Das sind Realitäten, die finde ich nicht gut, die finde ich auch nicht immer sachlich gerechtfertigt und ich glaube auch, zumindest haben wir ja eine positive Bewegung, es gibt jetzt eine Arbeitsgruppe und gerade letzte Woche war eine Delegation aus Kosovo bei unserem Innenministerium und es werden jetzt die Probleme und die Fragen, die das Innenministerium noch hat, kommen auf den Tisch und werden besprochen. Gleichzeitig haben Sie vielleicht auch gehört, dass das niederländische Parlament und somit die niederländische Regierung jetzt eine Initiative gestartet hat, bei der Europäischen Kommission die Visafreiheit für Albanien zurückzunehmen. Und das sind natürlich auch keine sehr positiven Bedingungen, eine Visafreiheit für ein anderes Land, das sie noch nicht hat, sozusagen auch auf europäischer Ebene durchzusetzen. Sie merken, ich habe auch keine Antwort. Ich stelle mir dieselben Fragen und aus außenpolitischer Sicht und auch aus Sicht, wie binden wir eine Region an uns und wie können wir befördern positive Entwicklungen in einer Region, in einem Land, ist es selbstverständlich die Reisefreiheit wichtig. Aber wie Sie sagen, das ist die Position des Auswärtigen Amtes und es gibt auch noch andere. Trotzdem, die Frage müsste eigentlich vor allem gerichtet werden an die Politiker im eigenen Land. Warum habt ihr es nicht geschafft, als alle anderen es geschafft haben, als es die Ukraine mit 46 Millionen geschafft hat, die Visafreiheit zu bekommen? Warum waren wir nicht in dieser Gruppe dabei und haben das wie die anderen auch überwunden? Was habt ihr falsch gemacht, dass ihr entweder nicht überzeugend wart, dass ihr vielleicht das nicht so darlegen konntet? Es liegt in diesem Falle nicht an den Nicht-Anerkennern, sondern es liegt schon an Zuständen in Kosovo selbst, die eben Anlass boten, das nicht zu machen. Also es wäre für mich schon auch ein Geheimnis, auch einer gelingenden Transformation, wenn man etwas besser die Verantwortlichkeiten auch vom Inneren in den Ländern deutlich machen würde und die Fragen eben mal an die Regierungen auch stellen und Forderungen stellen. Sonja Bisako, wird uns zu, wollen Sie was dazu sagen? Dann würde ich sagen, nee, ich glaube auch, das waren jetzt wirklich die Statements, die wir zum Ende brauchten. Das war jetzt auch nochmal was Materielles, finde ich total wichtig. Also mir liegt das auch auf der Seele und es ist auch wichtig, die entsprechende Versachlichung gleich mitzuliefern. Dafür vielen Dank. Ihnen allen vielen Dank für diesen langen und warmen Abend und dass Sie
mitgemacht haben und hier, ich bin ganz hingerissen, wir machen ja oft so Veranstaltungen, es sind nicht immer so viele Leute da. Ich wünsche Serbien und Kosovo, dass es vorangeht in der Weiterentwicklung, in der Demokratisierung und auch in der Euro-Integration. Ich wünsche uns, dass wir in 10 Jahren hier sitzen und uns darüber unterhalten können und nicht mehr über ständige Blockaden, sondern darüber, dass es positiv weitergegangen ist. Und ich wünsche einen schönen Abend.